Ich finde das toll, wie viele heute haben gekommen. Ich habe vermutet, bei dem Wetter bleiben die meisten zu Hause und kriechen sich. Nein, sie sind hergekommen und es wird sich lohnen, denn dem Mann, den Sie heute haben kennenlernen werden, verspricht Spannendes uns zu erzählen und ich bin selber sehr gespannt drauf. Das ging ja schon los. Als wir beide eben kurz hier reinkamen, hat er sofort was zu mir gesagt, vom Kunden her denken. Ich habe gedacht, was meint er? Deswegen stehen wir heute hier. Erklären Sie es kurz. Also ich sollte ja sitzen. Wenn man sitzt, zieht man die Hintern rein. Das ist ganz einfach. Das heißt, Sie gehen im Grunde auch heute noch in jeden DM-Laden rein und gucken vom Kunden her. Funktioniert gucken, ob man die Hintern rein sitzt. Also, aber es ist immer, wenn man mit Menschen kommunizieren will, dann muss man ja sehen, oder? Mit Menschen kommunizieren, war das eigentlich das, was Sie auch im Grunde in diesen Beruf reingetrieben hat? Oder warum wird man das? Oder war es das väterliche Erbe, wie es Frau Jacobs gerade eben angesprochen hat? Naja, das war schon, sag mal, die Erfahrung als junger Mensch. Ne? Mit 6 Jahren habe ich mir einen weißen Kittel gewünscht. Ich bin immer in der Drogerie meines Vaters, war das burggroßväterliche Geschäft rumgelaufen und habe immer die Drogerie gerochen. Ne? Und wenn Sie mal hat der früher noch ganz anders gerochen. Wenn Sie mal den Drogeriegeruch in der Nase haben, gehen Sie nie mehr in den Lebensmitteldiscounter. Ne? Gehen Sie nie mehr zu Penny, ne, würde ich sagen. Oder in Schuhladen. Nein, also Spaß beiseite. Das ist halt, deswegen habe ich mich ja da auch in diese Familie inkarniert, ne, weil es da eine Drogerie gab. Und dann habe ich kein Abitur gemacht. Hier ist er, kein Abitur gemacht. Sondern weil mein Vater war 42 Jahre älter wie ich. Ich sollte die Drogerie übernehmen und bin dann mit 17 Jahren aus der Schule und nach Konstanz in die Drogerie Kornbeck in der Kanzleistraße. Da haben Sie angefangen, hier? Da habe ich gelernt, mit 17 Jahren, 1961, ne? 1961. Gehen Sie heute gelegentlich noch vorbei? Gerade war ich dort. Und habe ich da die Lehre gemacht und das habe ich mehr nebenbei gemacht. In erster Linie habe ich gerudert, ne? Hier unten am Seerhein? Am Seerhein, ja. Mein Trainer war der Ludwig Marquardt und als mich der Peter Berger hat rudern sehen, hat er gesagt, ja. der ist nämlich nicht nur Jugendmeister geworden, der ist Olympiasieger geworden. 1972 hat er gesagt, so schön möchte ich auch rudern. Das waren dann die Nachfolger. Das war ganz lustig am Bodensee, war sehr nett. Das Rudern ist ja ein wunderschöner Sport, ne? Was man lernt im Rudern, dass es auf den Rhythmus drauf ankommt. Apropos Rhythmus, jetzt gucken wir mal, okay. Wenn man aus dem Rhythmus kommt, geht es einem schlecht. Ne? Richtig, genau. Bleiben wir im Rhythmus Ihres Lebens. Sie haben in Konstanz und dann sind Sie aber in die väterliche Drogerie eingestiegen, Nein, oder? Nein, dann bin ich erst noch in vielen anderen Drogerien gewesen, bis ich dann so, da war ich dann 24, ne? Also mit 19, 20, 24, bin ich so quer durch Deutschland. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann wollte ich einsteigen in die Firma meines Vaters. Das war in Heidelberg dann? Heidelberg, ja. 1968. November 68. Und dann habe ich mir das alles angeschaut bei meinem Vater. Ne? Mein Vater war damals schon 66. Für damalige Verhältnisse ein hohes Alter. Und es ist anders heute, wenn man. Ich bin jetzt 69, ich fühle mich jünger wie er damals mit 66. Und dann habe ich ihm gesagt, Vati, wenn du so weitermachst, bist du bald pleite. Ne? Was waren die Punkte, die Sie bei ihm kritisiert haben? Wo lief das nicht im Geschäft? Nichts verdient und die Lieferanten, große Schulden, die Lieferanten haben nicht mehr geliefert. Ne? Also es ging bergab. Ne? Ja, das war so ein klassischer Einzelhandel damals, oder? Ja, das war eine Drogerie mit 17 Filialen hat er schon gehabt. Und keine Organisation und so weiter. Man hat damals die Geschäfte noch ganz anders geführt wie heute. Ne? Da habe ich ihm gesagt, du Vati, wir müssen mal drüber reden. Er hat gesagt, habe ich jetzt keine Zeit, ich muss die Bilanz vom Jahr 1967 machen. Ne? Ende 68. Ne? Und dann ist halt ihm aus dem Ruder gelaufen, wie man so schön sagt. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass er bald pleite macht, hat ihm natürlich gar nicht gefallen. Hätte mir auch nicht gefallen, als 66-jähriger Vater vom 24. Sohn. Ne? Kommt da so ein Rotzlöffel und sagt, du machst bald pleite. Also hat er mich rausgeschmissen. Auf die Weise bin ich... Der hat sie richtig rausgeschmissen. Hat gesagt, du gehst jetzt. Ja, klar. Und auf die Weise bin ich nach Karlsruhe gekommen. In Karlsruhe war ich dann in einer Drogerie, die mit meinem Vater zusammen kooperiert hat. Da hat er gesagt, wenn Sie mit Ihrem Vater nicht klarkommen, dann kommen Sie zu uns. Und dann war ich dort ein paar Jahre. Und die Drogerie wurde dann übernommen von einem Investor, würde man heute sagen. Und der hat dann gemeint, er müsste viele Drogerien zusammenkaufen. Ne? Wurden immer mehr. Am Schluss waren es 120 Drogerien, eine schlechter wie die andere. Und dann da wurde viel Geld investiert. Ne? Investoren tun ja ziemlich hirnlos investieren normalerweise.
Und dann habe ich denen gesagt, naja, wenn es so weitergeht, sind wir bald pleite. Ne? Das heißt, das ganze Spiel hat sich wiederholt. Also buchstäblich wiederholt. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, was wollen Sie denn vor? Was haben Sie denn vor? Sage ich, ja, wir müssen ein anderes Geschäftsmodell mit diesen alten Drogerien, das geht nicht. Und habe ihnen den DM-Drogeriemarkt vorgeschlagen. Das war die Geburtsstunde des DM-Drogeriemarkts, ne? Aber der stand nur auf dem Papier. Und dann passiert etwas Eigenartiges, ne? dass die dann gesagt haben, ja, was haben Sie denn geplant? Und da habe ich gesagt, was ich geplant habe. Ne? Und das war dann für die viel zu ambitioniert. Ne? Viel zu ambitioniert. Und gesagt, ja, das ist überhaupt nicht möglich, was Sie da vorhaben. Und dann habe ich gesagt, naja, aber anders kann man das Unternehmen nicht retten. Und haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Habe ich gesagt, ja, dann muss ich ausscheiden. Ne? Weil daraus schließe ich aber so, als Mitarbeiter waren Sie nicht so ganz leicht zu ertragen, ja, sowohl beim Vater als auch... Als ich 18 Jahre war und meine Mutter nach Konstanz gekommen ist und sich beim Herrn Kühn, dem Inhaber von Kornbeck, erkundigt hat nach dem Künstler, hat er gesagt, ja, das wäre ein UU. Ein U? Ein UU. Ein unangenehmer Untergebener. Da hilft nur einfach, wird sein eigener Chef irgendwann, oder? Genau. Es geht gar nicht anders. Und dann habe ich eben gesagt, hören Sie mal zu, dann mache ich das selbst. Also man kriegt dann so einen heiligen Zorn, kennen Sie das, ne? Wenn Sie Ihrem Mann was klar machen wollen und der versteht es nicht. Wechselseitig ist es ja auch so, ne? Und dann aus dem heiligen Zorn, so entstehen übrigens viele Unternehmen, ne? Aus so einem gewissen heiligen Zorn, habe ich dann im Jahr 1973 mich selbstständig gemacht. Zum heiligen Zorn braucht man dann aber auch Kapital, behaupte ich mal. Ne? Nein, braucht man nicht, nur Ideen. Das Kapital ist ja prinzipiell dumm und das... Ja, können Sie ausprobieren. Ne? Befragen Sie mal Ihren Geldschein, ne? Da kriegen Sie keine vernünftigen Antworten. Aber ohne den Geldschein geht es auch wieder. Ja, richtig, aber der Geldschein, weil er dumm ist, sucht er intelligente Idee. Gut, wo haben Sie den dummen Geldschein herbekommen damals? Brauchen Sie nicht, wenn Sie ein Einzelhändler sind, müssen Sie nur die Ware schneller verkaufen, als Sie bezahlen müssen. Ne? Das heißt, das ist das Erfolgsrezept von DM? Nein, vom Handel. Achso, okay, gut. Ob die Aldi hießen und, oder Beisheim, also Metro und so weiter, die haben alle ohne Geld angefangen, ne? Und wenn man kein Geld hat, muss man umso besser drüber nachdenken. Ne? So hat es angefangen bei denen. Ich meine, jetzt habe ich mitbekommen, Sie sind zweimal rausgeflogen oder dann selber gegangen, hatten die eigene Geschäfte, die den heiligen Zorn und einen dummen Geldschein. So. Ja. Aber jetzt sagen Sie mal. Nein, kein dummen Geldschein. Okay, cool. Jetzt sagen Sie mal ganz kurz, was ist denn jetzt auf den Punkt gebracht? Eigentlich die Konzeptidee, die Sie immer durchsetzen wollten, mit der Sie nur ums Ankam und die Sie dann selber eingesetzt haben. Was ist das Geschäftsmodell? Sie müssen sich vorstellen, diese kleinen Drogerien damals. Die hatten so 80 Quadratmeter, da gab es 17.000 in Deutschland, ne? Die hatten, oder 14.000, die hatten auch viel gewesen, ne? Also nur Bundesrepublik, die hatten 80 Quadratmeter, hatten 12.000 Artikel und haben einen Umsatz gemacht von 25.000, 30.000 Mark im Monat. Ne? Und ich bin dann gekommen und habe gesagt, jetzt machen wir das ganz anders. Und deswegen kann man verstehen, dass die mir das dann geglaubt haben. Ich habe dann gesagt, wir machen das jetzt anders, wir machen 200 Quadratmeter und machen 2000 Artikel, ne, statt 14 2000 Artikel und machen statt 25.000 Mark Umsatz im Monat 250.000 Mark Umsatz. Dann haben die gesagt, sind Sie wahnsinnig geworden. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja im Prinzip das, was Aldi vorgemacht hat. Ne? Und, aber das war damals noch nicht so bekannt. Und dann habe ich das denen nicht verständlich machen können, ne? Habe ich Glück gehabt. Und auf die Weise bin ich selbstständig geworden. Und inzwischen, ich habe es vorhin von Frau Jacobs gerade gehört, sind es über 200.000 Geschäfte, habe ich gehört, europaweit? 2.600 Geschäfte, ja, europaweit, 1.500 in Deutschland und dann noch in 8 weiteren Ländern, aber nicht europaweit, sondern ich sage immer in der DM, DM könnte auch Donaumonarchie heißen. Ne? Also das heißt Österreich? Österreich, Ungarn, Slowenien. Kroatien, die alte K&K-Monarchie. Ja, so ein bisschen weiter noch. Und dann Serbien, und dann Bulgarien, Rumänien. Stimmt die Zahl, die ich gelesen habe, rund 6 Milliarden Euro Jahresumsatz? Wir haben jetzt 7,2 gehabt. Gratuliere. 7,2, ja. Das ist aber jetzt mal unter uns gesagt ein verdammt harter Verdrängungsmarkt auch inzwischen Drogerie, oder? Also naja, das ist schon. Ne? Also wenn wir hier in Konstanz einen Laden aufmachen, dann ist es jetzt ja nicht so, dass die Konstanzer sagen, Gott sei Dank kommt DM, jetzt fangen wir uns an, die Zähne zu putzen. Sondern das haben wir auch die Konstanzer vorher schon entdeckt. Ne? Also wir müssen dann schon gucken, dass diese Bedürfnisse, also wir verkaufen ja Angebote für Bedürfnisse, die ein normaler, vernünftiger Mensch heute schon befriedigt. Ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen Bedürfnisse auch noch wecken, immer noch ein bisschen mehr. Nein, nicht wecken, sondern müssen zeigen, dass wir es besser können. Ne? Und dann, das ist Vertrennungswettbewerb. Ne? Also kein neues Bedürfnis, sondern das Bestehende
Ich habe nochmal so einen Schlagsatz gebildet bei uns im Unternehmen, das scheinbar Gewöhnliche außergewöhnlich gut machen. Das ist ein Erfolgsrezept, können Sie nachmachen. Das scheinbar Gewöhnliche außergewöhnlich gut. Das funktioniert, probieren Sie es aus. Ne? Das scheinbar Gewöhnliche außergewöhnlich gut machen. Ist das der kleine Unterschied, was man überliest bei dem? Ja, das ist der Unterschied. Immer, und im Einzelhandel sind es immer gleich, kleine Unterschiede. Ne? Die Amerikaner sagen, Retail ist Detail. Ne? Detail. Das sind nicht die großen bahnbrechenden Erfindungen, sondern also da wird kein Zeppelin konstruiert oder so, sondern da werden lauter kleine Sachen gemacht und die führen dann sozusagen, wenn die dann harmonisch und stimmig auftreten, ne, dann sagen die Kunden, geht dann doch lieber da rein. Ne? Bleiben wir noch mal Aber es gibt genügend andere, die gehen trotzdem woanders hin. Ne? Ich wollte gerade sagen, bleiben wir noch mal ganz kleinen Moment, bevor wir gleich zum nächsten Themenblock kommen, bei diesem Verdrängungsmarkt auf dem Drogeriesektor. Ich meine, gerade Schleckerpleite. Ja. Unter uns gefragt, haben Sie gesagt, gut, dass er weg ist? Oder? Nein, also ich meine... Ist ein Konkurrent. Nein, im Einzelhandel gibt es ein ehernes Gesetz. Ne? Das heißt, konkurrenzbelebtes Geschäft, keine noch mehr. Ne? Nein, das ist nicht nur ein Lacher, sondern es ist tatsächlich so. Ne? Wenn Sie Ihre Rasierklingen oder Ihr Haarspray wo gekauft haben, kaufen Sie nicht gleich nochmal ein. Ne? Bei den Textilien ist es anders. Ne? Wenn ich eine hübsche Krawatte gekauft habe und laufe dann beim nächsten vorbei und sage, ah, das ist auch eine hübsche Krawatte, wunderbar, die kaufe ich mir auch noch. Bei den Rasierklingen ist es anders. Ne? Und deswegen, Sie können die Sachen nur einmal verkaufen. Und dann ist jeder, ich sage immer, auch die kleinste Mücke sticht. Ne? Und Sie kennen ja Schlecker, es waren lauter kleine Läden. Ne? Also der Schlecker ist nicht deswegen aus dem Markt ausgeschieden. Wegen Ihnen oder wegen uns, sondern wegen sich selbst. Ne? Ich bin oft gefragt worden, bevor Sie die Frage stellen, woran lag das? Das können Sie ganz leicht zusammenfassen, ne? Gibt so schöne Sprichwörter. Das heißt, wer nicht geht mit der Zeit, der geht mit der Zeit. Für alles so. Ne? Das heißt, die Zeit war abgelaufen für Schleckermodell. Ja, das Modell war überholungsbedürftig und wurde nicht überholt. Ne? Dann, ne? Also wenn Sie Ihr Auto nicht zur Wartung bringen, dann bleibt es irgendwann mal liegen am Straßenrand. Und so ähnlich ist es auch da. Ne? Sie müssen praktisch permanent Ihr Geschäft neu erfinden. Ne? Ich könnte nicht sagen, da war ich 1973 mal erfolgreich. Ne? Wir waren sehr erfolgreich mit dem ersten Laden. Aber wenn wir den heute noch hätten, würde keiner von Ihnen kommen. Ne? Sehr verehrte Kundinnen und Kunden. Ne? Ist das eigentlich jetzt so ein bisschen, es gibt die Großen noch, es gibt Rossmann, es gibt DM, Schlecker können wir vergessen. Sind ja fast so ein bisschen Oligopolisten dabei, oder? Nein. Unsere Produkte können Sie überall kaufen. Ne? Also Sie brauchen nicht zu dem Drogeriemarkt zu gehen, wenn Sie keine besonders speziellen Bedürfnisse haben. Ne? Also wenn Sie sich ganz normal waschen und Hygiene betreiben und so, da können Sie auch zu Edeka gehen oder woanders hin. Also das ist nicht so. Und dann ist auch Einzelhandel ist immer ein Local-Geschäft. Ne? Also da, wo Sie sind, da sind diese Einkaufsquellen. Ne? Und da müssen Sie entscheiden, wo Sie hingehen. Ne? Und darum konkurrieren wir letzten Endes auch. Ne? Wir versuchen immer, Ihnen deutlich zu machen, dass es letzten Endes mehr Sinn macht, bei uns einzukaufen. Ne? Und das ist ganz unterschiedlich. Ne? Wie zufrieden würden Sie selber als Chef oder ehemaliger Chef sagen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter bei DM? Selbstwahrnehmung. Naja, einer mehr wie der andere. Ne? Oder einer weniger wie der andere. Das können Sie schon, wir haben 30.000 Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland. Und das ist ja ein Problem. Ne? Das habe ich heute gerade gestern unseren Filialleiterin in Augsburg erzählt. Ne? Schauen Sie, so eine Filiale ist heute in der Größenordnung, dass da so 15 bis 30 im Schnitt, 15 bis 30 Kolleginnen mitarbeiten. Ne? Und dann habe ich den Filialleiter gesagt, schauen Sie mal, wenn jemand sich bei uns bewirbt, und es war bei Ihnen auch so, als Sie sich bei uns beworben haben, dann haben Sie, der sucht ein Einkommen. Wenn Sie mal bei sich selbst nachfragen. Wie Geld verdient. Das bleibt Ihnen ganz übrig. Ne? Wenn Sie leben wollen, brauchen Sie ein Einkommen. Ne? Das ist ja unser anderes Thema sowieso. Ne? So bin ich auf das Thema gekommen. Ne? Also wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann sucht er ein Einkommen. Und wenn er dann bei uns anfängt, sagen wir mal jetzt am 1. März, ne? Dann hat er einen Einkommensplatz. Ne? Noch keinen Arbeitsplatz. Und die Aufgabe jetzt von so einem Unternehmen ist, Verhältnisse zu schaffen, dass einmal so ein gewisser Sog entsteht, dass er plötzlich sagt, na halte mal, das ist ja nicht nur mein Einkommensplatz, das ist auch mein Arbeitsplatz. Das heißt, ich identifiziere mich ein Stück weit damit. Genau, Sie haben es erfasst. Ne? Also dass er sagt, ja, oder man könnte es auch anders ausdrücken, dass man sagt, er entdeckt den Sinn in der Arbeit. Vorher hat er natürlich, sagt er nur, also das ist mir eigentlich schnurzegal, die Hauptsache ich habe das entsprechende Einkommen, ich muss ja mit meinem Leben klarkommen. Und jetzt ist unsere Aufgabe in der Gemeinschaft, dass das für den Einzelnen so wird, dass er sagt, ja, das macht Sinn.
das macht Sinn. Damit kann ich mich identifizieren, da erlebe ich mich authentisch. Ne? Hier bin ich Mensch, hier steige ich ein. Aber hoppla, bei der immer an der Kasse zu sitzen, ja, das macht ist das die Erfüllung? Spaß. Ja, macht Spaß. Ehrlich? Haben Sie ja selber mal gesessen? Ja, und wie? Sie haben selber mal, ja, Chef? Am liebsten sitze ich in der Kasse. Ja. Nein, aber nicht wegen der Kasse. Nicht wegen der Kasse. Das habe ich immer ein Auge auf die Kasse. Ich habe gedacht, dass diese Lacher kommen. Ja, ja. Nein, nein, nicht wegen der Kasse, sondern schauen Sie mal, wenn Sie in der Kasse sind. Ne? Ich habe früher mal und Sie können das beobachten, ich habe früher mal den Ausspruch geprägt, habe gesagt, sage mir, was du konsumierst und ich sage dir, wer du bist. Das heißt, Sie gucken bei jedem Kunden, was er gerade kauft. Ja, ist hochinteressant. Das ist ja sehr intim, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz anschaulich. Ne? Und dann, so kann man es auch nicht. Wenn Sie dann so Tag für Tag, ne? Also die Kasse ist die Nebensache. Ne? Die Kasse ist nur das Mittel. Der Zweck ist, eigentlich hier findet eine Berührung zwischen uns und dem Kunden statt. Und da kann man sehen, was er da so kauft. Und dann kann man mal fragen, warum kaufen Sie das eigentlich? Ne? Haben Sie alles gefunden und so? Ne? Das ist hochinteressant. Also machen Sie mal ein Praktikum bei uns an der Kasse. Ich wollte gerade sagen, wenn ich bei Ihnen an der Kasse bin, dann fragen Sie mich doch, warum haben Sie jetzt gerade dieses Deo gekauft oder die Seife? Nein, so ins Detail muss man nicht gehen. Ne? Sondern Sie kriegen dann eigentlich so eine, und dann haben Sie immer neue. Also es ist interessanter, wie in einem Versicherungskonzern Policen zu bearbeiten. Aber was unterscheidet jetzt die Arbeitsatmosphäre? Jetzt kommen wir auf den Punkt, einerseits kriege ich ein Einkommen, wenn ich bei Schlecker arbeite, aber es ist... Schlecker, Entschuldigung. Okay, bei DM. Nee, komm. Das war ja, die haben bei Schlecker ihr Einkommen bekommen, aber haben sich anscheinend nicht so glücklich gefühlt. So, ja. Was ist der Unterschied jetzt bei DM? Also, können Sie selbst an sich nachvollziehen, die Arbeit bekommt dann Sinn, wenn, jetzt, Achtung, Intelligenzfrage, die Arbeit bekommt, das können Sie bei sich, Sie müssen das auch ganz höchstpersönlich auf sich beziehen, die Arbeit macht dann Sinn, wenn sie von den anderen wertgeschätzt wird. Und es kann noch so eine interessante Arbeit sein, wenn der eine mal sagt, was ist das für ein Idiot, ne? Und was der macht, ist ja gar nicht wichtig. Ne? Nein, Sie müssen lernen, ganz demütig zu sagen, jeder, der bei uns tätig ist, das ist ein Wert für uns. Ne? Wie wird das praktiziert? Wie merkt man das konkret? Ja, einfach, also das etabliert sich. Ne? Also der Mensch, das merken Sie doch selbst an sich, ne? Das spüren Sie doch, werde ich anerkannt, werde ich wertgeschätzt. Ne? Und wenn Sie immer, ach, schon wieder die, ne? Nein, so können Sie nicht zusammenarbeiten. Ne? In der Zusammenarbeit kommt es auf jeden drauf an, ne? Jeder Einzelne ist wichtig. Ne? Schau dir mal so ein Erlebnis, da ist es mir übrigens klar geworden. Ne? Also ich bin ja mit 17 unter Absegen schmutziger Lieder aus der Schule gegangen. Und der Tertiär, ne? Und seitdem habe ich keine Schule mehr besucht. Ne? Also hab dann nur noch die Führerscheinprüfung hier in Konstanz gemacht, die Drogistenprüfung. Den Führerschein musste ich zweimal machen, weil ich beim ersten Mal wieder rote Ampel gefahren bin. Und dann bin ich, was geht man dann? Genau wie Sie alle, ja? Wir gehen alle gemeinsam in die Universität des Lebens. Ne? Und in der Universität des Lebens lernt man da? Durch Schlüsselerlebnisse. Ne? Also in der normalen Universität kriegen Sie irgendwelche Theorien vorgepaukt und die tun sie dann nachpauken, lernen sie auswendig zur Prüfung, tun sie anschließend vergessen. Nein, im realen Leben ist es so, dass man immer Schlüsselerlebnisse hat. Wenn man das weiß, macht man sich dafür ein bisschen sensibel. Und da hatte ich zum Beispiel so ein Schlüsselerlebnis, das war ganz entscheidend für uns, gerade für diese Frage, die wir gerade haben. Das ist 28 Jahre her, ich komme bei so einer gleichen Wettersituation wie heute, komme ich von Saarbrücken nach Karlsruhe gefahren und ich hatte damals immer sozusagen den Ehrgeiz, ne, als Ruderer ist man ja ehrgeizig, ne, habe ich immer den Ehrgeiz gehabt, fahre nie an einer offenen DM-Filiale vorbei. Damals waren sie ja Gott sei Dank noch mehr, für diese Situation Gott sei Dank noch weniger. Also ich komme an Pirmasens vorbei, kurz vor 6:30 und habe gesagt, da kannst du noch schnell in die Filiale rein. Ne? Bin ich also in die Filiale rein, komme in die Filiale rein und da stand eine Mitarbeiterin von uns und gehe ich auf sie zu und habe sie begrüßt. Er hat gesagt, schön, dass Sie uns mal besuchen hier. Und dann nach so ein paar weiteren Sätzen habe ich dann zu ihr gesagt, als was sind Sie denn bei uns tätig? Jetzt kommt die spannende Antwort. Dann hat sie gesagt, naja, ich bin nur geringfügig Beschäftigte. Ne? Das war so richtig. Ne? Also das ist ja im Leben, ne? Kriegt man dann einmal vom Kopf. Als ich dann weitergefahren bin nach Karlsruhe, habe ich dann immer gedacht, ja, sage mal, was machen wir eigentlich falsch, dass jemand bei uns tätig ist und meint, er wäre nur geringfügig beschäftigt. Und da ist mir klar geworden, das ist eine Frage der Wertschätzung. Frage der Wertschätzung. Ne? Sondern wenn die da steht, und die war die einzigste, die da noch stand, kurz vor 6:30, dann ist es die wichtigste vom ganzen Unternehmen.
bist der Chef. Ne? Jemand Besseres haben wir nicht. Ne? Und wenn dann ein Kunde reinkommt, dann entscheidet sich, kommt er wieder oder sagt er, da darfst du nicht hingehen. Ne? Also weil Mund-zu-Mund-Werbung ist ja bekannt, das ist die beste und die billigste. Ne? Und das Gegenteil ist eine Katastrophe. Ne? Aber jetzt mal eine indiskrete Frage. Was verdiene ich denn, wenn ich bei Ihnen anheuern möchte zum Beispiel? Ja, so viel, dass Sie es leisten können, bei uns zu arbeiten. Konkret? Nein, nicht konkret. Das können Sie nicht konkret beantworten. Sondern jeder Einzelne hier kann es auch beantworten. Ne? Da, wo ich bin, werde ich da so erstens so wertgeschätzt, dass es einen Sinn macht, da zu arbeiten. Und zweitens, habe ich das Einkommen, ist es groß genug, dass ich mir es leisten kann, da zu arbeiten. Wenn das Einkommen nicht groß genug ist, dann können Sie nicht leisten, da zu arbeiten. Müssen Sie woanders hin. Ne? Bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Ne? Immer so, ne? Und darum geht's. Letzten Endes geht es darum, herauszufinden, in jedem Einstellungsgespräch geht es darum, herauszufinden, was sind wir bereit, in dieses Potenzial, was da jetzt auf uns zukommt, zu investieren. Und der Bewerber muss sich fragen, kann ich mir es leisten, hier zu arbeiten? Ne? Wenn ich dran denke, Familie, ne? Alleinerziehend, zwei Kinder, was es alles gibt. Ne? Jetzt habe ich mal indiskret bei Gewerkschaften nachgefragt, die haben mir gesagt, die haben relativ wenig Ärger mit DM. Ich hoffe, sie haben gar keinen, ne? Warum sollen die Ärger mit uns haben? Das heißt, es wird so bezahlt, sagen Sie, dass man sich leisten kann, bei Ihnen zu arbeiten. Ne? Das ist zu pauschal. Mhm. Sondern also das Ideal ist, dass jeder Einzelne so mit dem Einkommen ausgestattet wird, dass er bei uns arbeiten kann. Jetzt mal den Schritt zu dem... Das hat mit der Gewerkschaft gar nichts zu tun. Ne? Das ist ja ganz individuell. Ne? Ganz individuell. Das muss jeder sich fragen. Jeder von Ihnen muss fragen, halt mal, habe ich so viel Einkommen jeden Monat, dass ich hier leben kann. Ne? Wobei viele können sich nicht ausruhen. Ja, das ist das Problem. Genau. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Stichwort mit dem Grundeinkommen. Genau. Wie sind Sie auf diese Idee? Ist das aus der DM-Arbeit entstanden, diese Idee? Ja, klar. Idee? Ja, ja. Also auch Unternehmer schauen mitunter mal über den Tellerrand. Ne? So salopp, entschuldigt, dass ich mich so salopp ausdrücke. Aber das kommt, weil ich mich hier so heimisch fühle. Ja, nicht nur wegen Ihnen, sondern auch wegen Konstanz. Also, Sie können sich vorstellen, ich habe dann 63 angefangen und habe Erfolg gehabt. Ne? Und wenn Sie Erfolg haben als Unternehmer, dann brauchen Sie Leute, die Ihnen helfen. Ne? Das heißt, einstellen. Einstellen heißt Einstellungsgespräche führen. Ich behaupte mal, dass es hier niemanden im Saal gibt, der so viele Einstellungsgespräche geführt hat wie ich. Ne? Sie führen dann Einstellungsgespräche jede Woche, jeden Tag, ständig Einstellungsgespräche. Und irgendwann mal, glauben Sie mir, das hat lange gedauert bei mir, aber nicht zu lange, wird einem dann klar, halte mal, wenn der Bewerber bei uns anfangen soll, dann geht es nur, wenn wir eine Einkommensvereinbarung treffen. Ich kann ja nicht sagen, es ist sehr nett und wir haben uns gut unterhalten, fangen Sie mal an, reden wir 6 Monate später drüber. Ne? Sondern es muss vorher klar sein. Ne? Und als ich das dann so immer erlebt habe, so Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, dann ist irgendwann bei mir der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, das ist ja völlig falsch, was man überall lernt, dass man meint, man wird mit dem Einkommen für die Arbeit bezahlt. Und das ist jetzt das, was ich Ihnen empfehle, umzudenken, mal so versuchsweise. Das heißt, man wird nicht... Dass man nicht bezahlt wird für die Arbeit, sondern mit dem Einkommen wird die Arbeit ermöglicht. Und wenn Sie das umdenken, also ganz ernsthaft umdenken, ne? Also nicht nur so mal so ein bisschen, sondern wirklich sich das klar machen, sagen, halt mal, wenn ich haben will, dass ein anderer für mich was tut, dann muss ich ihm die Möglichkeit geben, zu leben. Und das ist nicht die Folge der Arbeit, sondern die Voraussetzung zur Arbeit. Wenn wir das gesellschaftlich umdenken könnten, ne, dann ist nicht mehr das Einkommen oder der Lohn nicht die Folge der Arbeit, sondern die Voraussetzung für die Arbeit. Das ist was völlig anderes. Glauben Sie mir, wenn Sie das dann mit diesem Blick in die Gesellschaft schauen und das dann mal beobachten, dann werden Sie feststellen, das ist überall so. Ne? Also er könnte seine Arbeit gar nicht machen, wenn er kein Einkommen hätte. Mhm. Ne, wenn er kein Einkommen hätte, könnte er sich gar nicht leisten, hierher zu kommen, mit mir ein Gespräch zu führen. Also was bezahlt werden muss, ist, damit er sich das leisten kann. Unser Interview ist unbezahlbar, sowieso. Jetzt trotzdem nochmal. Also nicht für uns, als alle anderen auch. Also Prinzip, Arbeit ist unbezahlbar. Gut, das Arbeit ist unbezahlbar, aber welche Funktion, dieses Grundeinkommen, wie kommt man dann auf die Idee, ein Grundeinkommen? Das heißt... Na ja, jetzt ist doch klar, also wenn es so ist, jetzt denken wir das miteinander ganz konsequent weiter. Also wenn es so ist, dass ich die Erkenntnis errungen habe, braucht eine Weile, also lassen Sie sich Zeit dabei, wenn ich die Erkenntnis errungen habe, das Einkommen ist die Voraussetzung für die Arbeit. Dann sage ich, naja klar, wenn der Mensch arbeiten will, dann muss er leben. Mhm. Ne, mit Toten können Sie nicht arbeiten. Ne? Also wenn der Mensch arbeiten soll oder will, dann muss er leben.
Wenn er leben können soll, braucht er ein Einkommen. Weil sie können sich ja nicht selbst versorgen. Das war früher anders. Früher haben die Menschen auf dem eigenen Stück Grund, Stück Land gelebt, haben sich mit ihrer Familie versorgt, haben angebaut, ne, was dann übrig war, was zu viel war, was nicht so häufig der Fall war, haben es dann zum Markt gebracht. Heute ist es total anders. Niemand von Ihnen, behaupte ich, niemand von Ihnen, ist in der Lage, sich selbst zu versorgen. Sondern er kann nur leben, wenn andere für ihn tätig sind. Die heutige reale soziale Situation ist, dass wir angewiesen sind, dass andere für uns tätig sind und dass wir damit rechnen, die anderen damit rechnen, dass wir für sie tätig sind. Das ist so diese wechselseitige Beziehung. Und man könnte auch sagen, dieses Spannungsverhältnis zwischen Produktivität und Empfänglichkeit. Also, wenn Sie Ihr Leben angucken, dann haben Sie immer Phasen, wo Sie empfänglich sein müssen. Das nennt man konsumieren heute. Und dann haben Sie Phasen, wo Sie tätig werden für andere. Ob Sie Mutter sind oder wo tätig sind, ist egal wo, Sie sind tätig für andere. Das ist Produktivität. Produktivität, Empfänglichkeit. Das ist die reale Situation. Damit Sie leben können, brauchen Sie ein Einkommen. Gut. Aber genau da nochmal nach Gart. Dieses Grundeinkommen, von dem Sie sprechen, habe ich das richtig begriffen? Das bekommt eigentlich jeder Bürger dieses Landes. Ja, weil jeder Bürger muss doch leben, oder? Egal, ob er schon einen Job hat oder nicht, ist das richtig. Also auch der Manager bekommt das, das Kind bekommt das. Ja, der Manager kriegt es heute schon, ne? Grundeinkommen, ne? Oh, ganz gutes sogar. Nennt man den Steuerfreibetrag. Ja. Der Steuerfreibetrag ist nämlich nichts anderes, wie das Anerkennen, dass der Mensch ein Stück Einkommen braucht, was unbelastet ist, um davon leben zu können. Ne? Wir haben das nur noch nicht weitergedacht und denken das immer noch in Arbeitsbeziehung. Das kommt von dem alten protestantischen Arbeitsbegriff. Aber in Konstanz sind wir katholisch, da haben sie eigentlich kein Problem damit. Also, ein paar Protestanten haben wir noch hier. Also, aber nochmal, warum bekommt dann dieses Grundeinkommen im Grunde jeder? Weil jeder leben muss. Aber der andere, der Kapitalist, der Manager organisiert sich sein Geld ja schon so. Oder ist das eine Art Sozialhilfe oder wie darf ich das verstehen, dieses Grundeinkommen? Na, das Grundeinkommen ist eigentlich der Ausdruck unserer Überzeugung, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, bescheiden, aber menschenwürdig leben zu können. Das steht übrigens schon in Artikel 1 unserer Verfassung. Ne? Artikel 1 der Verfassung. Und das können wir als Gesellschaft noch nicht denken. Ne? Obwohl das Artikel 1 unserer Verfassung ist, können das noch nicht mal die Verfassungsrichter denken. Ne? Das braucht eine Weile. Ne? Oft sind ja Dinge schon da und werden noch gar nicht begriffen. Ne? Also zum Beispiel, die Erde war immer rund. Ne? Das wird keiner. Trotzdem haben die Menschen nicht begriffen, dass die Erde rund ist. Das hat lange gebraucht. Ne? Da musste der Kopernikus kommen. Ne? Und so ist es da auch. Ne? Also es ist ganz evident, dass man wenn man leben will, dass man dann konsumieren können muss. Und wenn sie konsumieren wollen, brauchen sie ein Einkommen. Und deswegen ist es ein Anspruch eines jeden Menschen, Verfassungsrecht. Ne? Das tun wir auch sicherstellen, sonst gäbe es kein Hartz IV. Und alles Weitere wäre dann im Grunde, jeder kann sich dann nach Belieben was dazu verdienen. Genau, der Unterschied ist nur, dass Hartz IV ist ein bedingtes Grundeinkommen. Mhm. Wenn Sie Hartz IV in Anspruch nehmen wollen, verlieren Sie zum Beispiel 1, 2, 3, 4 verfassungsrechtlich geschützte Grundeinkommen. Mhm. Ne? Also mit Ihrer Würde ist es dann vorbei. Freie Arbeitsplatzwahl ist auch vorbei. Der Artikel 10, dass Zwangsarbeit in Deutschland verboten ist, ist auch vorbei. Ne? Also, und dann gibt es noch einen vierten, der fällt mir gerade nicht ein. Sie können es nachprüfen. Freizügigkeit, genau. Das fällt alles weg. Ne? Das stört unsere Verfassungsrichter überhaupt nicht. Interessant. Ne? Und, aber das, der allererste Artikel, die Würde des Menschen unantastbar, jetzt könnte sagen, was muss für eine Verhältnisse geschaffen werden, dass die Würde eines Einzelnen nicht angekratzt wird. Und das ist, dass er ein Dach über dem Kopf hat und satt zu essen hat. Das muss sein, das gibt's. Und die Urformel für das Grundeinkommen könnte man schon finden in der Bibel, das ist das sogenannte Weingärtnerbeispiel, ich habe das in meinem Buch ausgeführt. Aber noch knackiger die Urformel für das Grundeinkommen finden Sie bei Schiller. Friedrich Schiller, gegen den kann ja keiner was haben. Der hat 1792 hat er formuliert in den Augustenburger Briefen, das war 3 Jahre nach der Französischen Revolution, hat er folgenden Satz formuliert. Und das ist genau der Punkt. Er sagt, der Mensch isst noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn die bessere Natur sich in ihm regen soll.
Also immer, wenn Sie einen Menschen unter Druck setzen oder wenn ein Mensch unter Existenzdruck gesetzt ist, das können Sie nachlesen, hat mich früher als junger Mensch immer sehr fasziniert, diese Expeditionsgeschichten. Ne? Wenn die Menschen unter Druck kommen, und dann heißt es im Faust, dann wird er tierischer als ein Tier. Ne? Also wenn die bessere Natur sich in ihm regen soll, dann dürfen Sie ihn nicht unter Druck setzen. Können Sie ausprobieren, zu Hause, bei Ihrer Frau oder bei Ihrem Mann. Ne? Ja, ne? Kinder. Immer wenn jemand unter Druck gesetzt wird, dann handelt er seinen Möglichkeiten nach unangemessen. Aber nochmal jetzt konkret nachgefragt, das bedeutet mit diesem Grundeinkommen, ja, dann fallen alle anderen staatlichen Unterstützungsgelder, Hartz IV, Kindergeld und so weiter weg? Oder? Brauchst du nicht mehr, ja. Aber das Grundeinkommen ist wie so eine Art Flatrate. Ne? Also wir haben ja in langer, mühevoller Arbeit über 200 Jahre das Sozialgesetzbuch, SBG sowieso, 1, 2, 3 gibt es ja inzwischen, haben wir entwickelt. Ne? Das will ich überhaupt in Frage stellen. Aber wir würden dann so eine Art Flatrate reinziehen, würden sagen, du hast natürlich alle Ansprüche aufgrund des Sozialhilfegesetzes, aber wenn die 1.000 Euro im Monat nicht überschreiten, brauchst du gar nicht kommen. Ne? Flatrate. Ne? Wenn ich natürlich in der Lebenssituation bin, bedauerlicherweise als Querschnittsgelähmter, dann kommen Sie mit 1.000 Euro nicht aus. Also so ein Querschnittsgelähmter, der hat Bedürfnisse von 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat. Und das wollen wir doch auch zulassen. Aber das kriegt er dann nicht automatisch, sondern das muss er natürlich nachweisen. Ne? Kann hinkommen, kann den Querschnittsgelähmten wieder 8.000 Euro. Ne? Das muss er dann nachweisen. Das ist bedingt. Ne? Aber die 2.000 Euro sind unbedingt. Ja, diese 1.000 Euro, ja, wie errechnen sich die? Also ich habe bei nochmal Zahlen. Das ist eine Hausnummer. Also das Grundeinkommen muss so groß sein, dass der Einzelne davon bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne des Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen unantastbar leben kann. Punkt. Das muss man sich darauf einigen. Ne? Ich habe jetzt mal 1.000 so angenommen und das geht von der Wiege bis zur Bahre. Ne? Von der Wiege bis zur Bahre, da gibt es dann ganz, die Männer übrigens, es gibt ganz schlaue Männer, die sagen immer, 1.000 Euro Klasse, ne? Meine Frau, also ich, 1, meine Frau 2, meine Kinder. 3 Kinder sind 5. Da sage ich, nee, das ist nicht dein Grundeinkommen, das ist das von dem einen Kind und von dem anderen Kind und von deiner Frau. Ne? Aber gut, trotzdem als Familie. 5.000 Euro kann ich mir bald einen Ferrari kaufen. Ne? Nein, das sind die Kinder. Ne? Das ist interessant, auf der ganzen Welt so. Wenn Männer Geld haben, investieren sie in ihr Hobby. Das macht ja auch Familie. Die Frau tut es in die Familie. Für uns Männer manchmal auch, oder? Ist Ihre Familie nicht Ihr Hobby? Nein, das können Sie auf der ganzen Welt, das ist empirisch, können Sie nachprüfen. Ne? Die Frau hat immer die Familie im Auge. Der Mann hat, also nichts gegen Männer, ne? Aber der Mann hat normalerweise, Ausnahmen steht in der Regel, und die Anwesenden sind sowieso Ausnahmen. Also der Mann investiert in sein Hobby, das ist was anderes, ne? Nachdem wir heute ja so viele Patchwork-Familien haben, ne, würde ich sagen, das Grundeinkommen von den Kindern geht sozusagen in der Treuhänderschaft der Mutter bis zum 18. Lebensjahr. Ne, und dann muss der Einzelne sagen, so, jetzt habe ich ein Grundeinkommen, was machst du jetzt? Ne? Also Grundeinkommen ist anstrengend. Ne? Aber da gibt es keine Ausreden mehr. Ne? Kann man nicht sagen, ja, wenn meine Eltern mich damals gelassen hätten, hätte ich ja was ganz anderes studiert. Ne? Da wäre ich heute ein super Typ. Nein, stattdessen. Nein, ich habe es ja so gewollt. Aber jetzt frag dich mal nach als Familienvater. Wenn ich meine 3 Kinder habe, wie ist es dann? Dann bekommen meine Frau und ich bekommen unser Grundeinkommen und jedes dieser Kinder bekommt auch das Grundeinkommen. Ja. Und wir Eltern, Frau ob Mann, sozusagen verwalten es treuhänderisch und leben davon. Das heißt, dann bekomme ich aber mit einer dreiköpfigen Familie habe ich 5.000 Euro Grundeinkommen. Ja, da glauben Sie auch viel Arbeit, ne? Vollkommen, wem sagen Sie das als Familienvater? So. Ja. Aber das Arbeiten mache ich dann trotzdem sozusagen aus Begeisterung dann noch. Oder um mehr noch zu kriegen. Oder warum soll ich denn arbeiten? Ne? Naja, das ist jetzt eine interessante Frage. Tut der Mensch dann, wenn er das Einkommen hat, nicht mehr arbeiten? Ne? Das kann man übrigens empirisch untersuchen. Menschen, die im Lotto gewonnen haben, ob die dann aufhören zu arbeiten. Menschen, die viel Einkommen haben, ob die aufhören zu arbeiten. Verstehen Sie? Der Mensch arbeitet ja nicht wegen dem Einkommen. Einkommensvoraussetzung. Warum arbeiten wir als Menschen? Also, das Einkommen brauchen wir, um zu leben. Das leuchtet an. Ne? Ist klar. Haben wir schon jetzt abgehakt. Und dann kann man sagen, naja, warum müssen wir dann eigentlich noch arbeiten? Ne? Und dann kann ich nur sagen, ja, und das ist jetzt auch meine Lebenserfahrung, das ist wahrscheinlich auch Ihre, wenn Sie das mal so ein bisschen bewegen in sich. Ja, der Mensch arbeitet, um über sich hinaus zu wachsen. Riesenunterschied.
Es hat aber nicht jeder einen Job, mit dem er über sich selbst hinauswachsen kann. Ja, doch, den findet, den hat er. Natürlich. Mhm. Auch Arbeitslose haben einen Job. Mhm. Bloß der wird dann von uns anerkannt als Job. Mhm. Na, also ich kenne viele Arbeitslose, die sind ganz begeistert, tun die Jugend trainieren im Verein, ne, und alles Mögliche, ne, machen, und es ist dann eine Katastrophe, wenn die dann wieder so sozusagen zu Umschulungsmaßnahmen herangezogen werden. Gehen die dem verloren. Ne? Also, nein, der Mensch sucht sich seine Arbeit, das können Sie gar nicht verhindern. Gibt ein paar, das ist dann aber Krankheit. Das muss dann dafür gesorgt werden mit Sozialarbeit. Aber der Mensch, das können Sie schon bei Erich Fromm nachlesen, 1962 hat er das geschrieben, ne? Der Mensch ist eben kein determiniertes Reizreaktionswesen wie die Tiere und ist auf der Erde, um zu überleben, sondern der Mensch kommt auf die Erde, um ein anderer Mensch zu werden, um sich zu entwickeln, um über sich hinaus zu wachsen. Ne? Der Mensch ist ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen. Aber wenn, das kann ich Ihnen nur aus meiner persönlichen, ja, unternehmerischen Erfahrung sagen. Die glauben das gar nicht. Und ich habe letztens eine Filiale da Meeting gehabt, da waren da in Bayern so 250 Filialerinnen zusammen. Und da habe ich gesagt, jetzt heben Sie mal die Hand hoch, wer von euch alles bei uns als Lehrling, wir sagen Lernling, als Lernling angefangen hat. Und da haben sich sehr viele die Hand gehoben, weil wir bilden schon seit 20 Jahren wirklich sehr intensiv aus, einen hohen Anteil von jungen Menschen im Unternehmen. Und dann habe ich zu denen gesagt, sehen Sie, das hätte Ihnen, als Sie bei uns angefangen haben, keiner zugetraut. Ne? Wer hätte Ihnen zugetraut, dass Sie mal so ein profilierter mit Ihnen noch heute Fernsehen? Wunderbar. Ne? Ich habe mir das auch nicht zugetraut. Als ich da vor 50 Jahren in Konstanz über die Straße gelaufen, hat keiner gesagt, guck mal, da läuft der Götz Werner, der macht mal. Den sehen wir 50 Jahre nicht wieder. Siehst du dann 60 Jahre später, 50 Jahre später in der Volkshochschule wieder. Nein, das geht Ihnen jeden so. Ne? Keiner traut Ihnen das zu. Ne? Der Mensch ist jemand, der über sich hinaus wächst. Ne? Und es ist völlig ergebnisoffen, als was für ein Mensch er stirbt. Ne? Wenn sie als Giraffe geboren sind, tun Sie garantiert, dass Giraffe sterben. Gut, bevor wir gleich zur Wiedergeburt kommen, nochmal ganz kurz, aber es ist doch auch legitim, dass ich möglicherweise sage, diese 1.000 Euro reichen mir aus. Ich komme damit mehr oder weniger wie die Ogedes in der Tonne zurecht. Ja. Ich möchte nicht arbeitsmäßig über mich hinauswachsen. Ist auch legitim, oder? Nee. Legitim ist es natürlich. Aber Sie sagen, im Grunde musst du arbeiten, auch dann. Artikel 10 der Verfassung. Ja. Zwangsarbeit ist verboten. Ne? Genau. Und das können Sie aber nicht beobachten. Also muss ich Ihnen sagen, meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe immer erlebt, und so ging es mir persönlich auch, Sie wahrscheinlich auch, ich habe früher immer geträumt, wenn du mal 1.000 Mark verdienst, zufällig 1.000 Mark, 1.000 Mark, dann, ja, wenn du dann 1.000 Mark verdient, dann merkst du, dass noch weitere Wünsche. Das werden 2.000 haben. Ja. Mhm. Also ich habe noch nie einen gesehen, der mit dem Betrag, das ist ja genau, schauen Sie mal, das macht doch den Menschen aus. So ein Tier, ne, wenn es gesoffen hat und gefressen hat, ist es rundherum zufrieden. Ein Mensch ist nie zufrieden. Haben Sie mal erlebt, dass Ihre Ehefrau zufrieden ist? Haben Sie mal erlebt, dass Ihr Ehemann zufrieden ist? Oder das gibt es nicht. Das ist ja das, was die Entwicklungsmöglichkeit überhaupt ausmacht. Das ist von der Schöpfung so vorgesehen. Der Mensch ist prinzipiell nicht zufriedenzustellen. Restlos zufriedenzustellen, meine ich natürlich. Weitgehend schon. Aber hat immer die Tendenz in sich zu sagen, das kannst du noch besser machen. Ne? Da kann man doch was oben drauf machen. Ne? Dieses, was die Römer schon gesagt haben, altius, citius, fortius, ne? Schneller, weiter, höher. Das ist im Menschen veranlagt. Sonst gäbe es das nicht. Beobachten Sie es. Tun Sie es einfach unvoreingenommen. Aber beobachten. Widerspruch euer Ehren. Also ich habe Menschen kennengelernt, die jetzt nicht auf der Sozialmatte liegen, aber die mit Hartz IV sagen, ganz bewusst, bevor ich mir jetzt einen Job suche, nicht weil ich zu faul bin, einen Job suche, der mich überhaupt nicht befriedigte. Ja, ich habe mein Einkommen, ein Minimaleinkommen, ich habe nicht mehr Ansprüche. Dann lebe ich eher davon. Ja, richtig, klar, würde ich auch nicht machen. Wenn Sie was machen müssen, was Sie nicht befriedigt, stimmt mal vor, so eine Katastrophe, ne? Dann machen Sie lieber nichts. Das heißt, das Problem ist, dass es keine befriedigende Arbeit gibt, sagen Sie dann. Nein, dass er dann sein Hartz IV verliert. Ja. Ne? Also wenn Sie heute was machen, wo Sie sich nicht mit identifizieren können, würde ich sagen, sofort aufhören. Ne? Mhm. Ne? Change it, love it or leave it. Ne? Also wenn Sie heute was machen, wo Sie sagen, nein, da stehe ich nicht dahinter, da wird was gemacht, was ich womöglich mit identifizieren kann, da gibt es nur eins, sofort aufhören. Machen Sie um Gottes Willen nicht weiter, es ist Ihr Leben. Ne? Also wir reden ja immer, das ist ein großes Problem bei uns im Unternehmen, das rauszubringen, kulturell rauszubringen, immer von Arbeitszeit und Freizeit zu reden. Tun Sie auch, stimmt? Ich würde sagen, gewöhnen Sie sich den Begriff ab. Es ist immer Ihre Lebenszeit. Es ist immer Ihre Lebenszeit. Ne? Es ist Ihre Lebenszeit, ne? Die geht carpe diem, ne? Die geht sozusagen durch die Sanduhr durch und dann stehen Sie plötzlich vor dem jüngsten Gericht. Gibt es nichts zu lachen, ne?
stehen sie plötzlich vor dem jüngsten Gericht, dann werden sie gefragt, was hast du eigentlich gemacht in deinem Leben? Ne? Dann müssen sie sagen, oh ja, ich habe zwar einen sicheren Arbeitsplatz gehabt, aber das war der Heizer auf der E-Lok. Ne? Weil jetzt ja, haben wir... Sie haben so schlechte Karten, ne? Herr Werner, jetzt haben wir beide mal behauptlich noch relativ gut reden, weil wir beide haben einen Job, der uns Spaß macht, wir machen da Arbeit, die wir nicht nur machen, des Einkommens wegen. So, okay. Aber ich muss gestehen, ich bin gerade in den letzten Jahren in diesem Land immer mehr Menschen begegnet, die haben eigentlich einen Job, von dem sie nicht unbedingt so begeistert sind. Ja, deswegen müssen sie wechseln. Ja gut, aber sie haben ihre Kinder zu Hause, für die sie sorgen müssen. Ja, deswegen haben sie Grundeinkommen. Deswegen brauchen sie Grundeinkommen. Ja, wenn sie das Grundeinkommen, das ist wunderbar, das ist die absolut richtige Frage. Hm? Ne? Also, da los, ja auch ihr Geschäft. Ne? Absolut, absolut richtige Frage. Ne? Ich darf nur das machen, wo ich mich mit identifizieren kann. Und wenn ich etwas mache, wo ich mich nicht mit identifizieren kann, dann muss ich die Freiheit haben, Grundeinkommen ist Freiheitsraum, um zu sagen, jetzt mache ich was anderes. Suche mir was anderes. Ne? Kann aussteigen. Da würde sich unsere Gesellschaft dramatisch verändern. Stellen Sie mal vor, wie viele Menschen machen heute etwas, was sie in Wirklichkeit gar nicht wollen. Aber weil sie die Kohle brauchen. Jetzt mal weil sie das Geld brauchen. In Klammern gefragt, solange sie noch kein Grundeinkommen haben, was sagen Sie denn dann dem, der gerne aussteigen würde, aber nicht aussteigen kann? Wie soll das sich dann irgendwie damit arrangieren? Sagen wir, das Grundeinkommen noch nicht haben. Schicksal. Reich heiraten. War das bei Ihnen indiskret gefragt? Nein. Aber nein, das ist ein ganz schlimmes Schicksal. Stell dir mal vor, Sie leben Woche für Woche, Jahr für Jahr, ne? Jahrzehnt für Jahrzehnt. Mein ganzes Leben lang. Ganzes Leben. Und dann sagen Sie, ich habe immer was gemacht, womit ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte. Ne? Durch diese Fixation des Arbeitsplatzes. Ne? Also, letzte Bundestagswahlkampf. Überall Plakate, auch in Konstanz. Da stand drauf, Arbeit sichern. Könnt ihr erinnern? Arbeit sichern. Mhm. Die ganzen Parteien haben die gleiche Horn getrompetet. Aber eine Partei, die hat drauf geschrieben, Arbeit sichern. Und ich bin da immer dran vorbeigefahren, wenn ich in Stuttgart vom Bahnhof nach Hause gefahren bin. Und ich gebe zu, ich bin ein paar Mal dran vorbeigefahren. Aber irgendwann mal hat es dann geklingelt, da oben habe ich gesagt, so ein Quatsch. Ja? Also ich habe gelernt, und Sie auch, ne? Also hier in Konstanz in der Lehre habe ich gelernt, Arbeit darf man nicht sichern, die muss man erledigen. Ne? Stimmt? Ja, also, wie wollen Sie eine Geschirrspülmaschine ausräumen nach dem Motto Arbeit sichern? Ne? Also das kann der nicht gemeint haben. Das kann der nicht gemeint haben, der dieses Plakat da verbrochen hat. Sondern der hat gemeint, Einkommen sichern. Ne? Einkommen sichern, das stimmt. Einkommen muss man sichern, sonst kann man nicht leben. Aber nicht Arbeit sichern. Ne? Und das ist unser Denkfehler. Ne? Da haben wir sozusagen einen Denkfehler, dass wir Arbeit und Einkommen miteinander verkoppeln. Ne? In dem Moment, wo wir das auflösen würden, dann sagen, und das habe ich dann bei uns im Unternehmen so geprägt, dass ich gesagt habe, der Mitarbeiter bekommt ein Einkommen, damit er bei uns arbeiten kann, leisten kann. Das war so der Spruch. Ne? Was wir dann arbeitsmäßig zustande bringen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist eine Frage, in was für einem Team, in was für einer Filiale, unter was für Verhältnissen. Ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Weil alles, was wir heute hervorbringen, ist ja nie nur abhängig von dem, was Sie beibringen. Ist ja immer arbeitsteilig. Komplexe, hochkomplexe arbeitsteilige Prozesse rum um die Erde rum. Ne, denken Sie mal vor, so eine Tasse Kaffee, Sie trinken eine Tasse Kaffee. Ne? Wer hat schon alles eine Tasse Kaffee getrunken? Ja, die Tasse Kaffee macht doch nicht die Kaffeemaschine. Sondern es ist ein arbeitsteiliges Wertschöpfungsgeschehen irgendwo von Brasilien bis nach Deutschland. Bis der Ende der Kasse. Wie viele Menschen waren daran beteiligt? Und wenn Sie sich heute Abend ausziehen, dann werden Sie plötzlich feststellen, alles Klamotten, die woanders hergestellt worden sind. Wenn ich jetzt sagen würde, ziehen Sie alles aus, was in Deutschland hergestellt worden ist. Das habt ihr viel über. Gut. Das wäre ein Skandal in Konstanz. Jetzt kann ich Ihnen natürlich... Die KK-Veranstaltung. Jetzt kann ich Ihnen die eine Frage nicht ersparen, weil wir auch kurz reden müssen, nach all diesen lebensphilosophischen Überlegungen. Das Ganze muss finanziert werden. Ja klar, muss finanziert werden. Okay. Wie finanziere ich ein Grundeinkommen für, sage ich jetzt mal, 80 Millionen Bundesbürger, die jeden Monat 1.100 Euro Grundeinkommen? Richtig. Wo kommt das Geld her? Ist schon da. Aha. Also, habe ich übersehen? Also wenn Sie fragen, wo das Geld herkommt, dann kann ich Ihnen nur sagen, aus der Druckmaschine. Ne? Also, gut, okay. Beobachtbar. Nennt man dann Inflation. Ist beobachtbar. Ne? Gut. Beobachtbar. Ja, von was leben wir? Wer lebt denn hier von Geld? Niemand lebt von Geld. Ich habe noch keinen gesehen, der von Geld lebt. Von Geld können Sie nicht leben. Sie können nur von Gütern leben. Also wenn Sie in der Gesellschaft verhelfen wollen, dass sie leben kann, müssen Sie Güter und Dienstleistungen hervorbringen. Jetzt frage ich Sie, haben wir bei Gütern und Dienstleistungen Knappheit?
Also bei der DM ist es so, wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Ja. Nein, ich lade Sie ein, ich lade Sie ein. Meine Kollegen, keine Schleichwerbung. Doch, Schleichwerbung. Sie können kommen, wann Sie wollen. Wir haben können alles kaufen, oder? Können alles kaufen. Und wenn Sie die Tube Zahncreme aus dem Regal nehmen, können Sie Gift drauf nehmen, 2 Tage später ist wieder eine drin. Das guckt, also an der Kasse wird es erfasst. Also so langsam kapiere ich, warum das so gut läuft bei DM. Ja, ja, logisch. Wenn der Chef schon so Werbung macht, aber gut. Und es ist es nicht. Und jetzt aber bitte, jetzt wieder ernst. Leben, und das ist der große Denkertum. Die Leute meinen, sie leben vom Geld. Vom Geld lebt überhaupt niemand. Sondern mit dem Geld haben wir nur sozusagen eine Anwartschaft, dass wir die Güter erwerben können. Also die DDR-Bürger haben das gewusst. Die haben vorhin keine Freunde gehabt, die Regale waren leer. Da haben sie gemerkt, dass Geld, DDR-Mark, ohne Ware im Regal ist nichts wert. Nichts wert, ja. Ne? Interessant, dass wir das gar nicht mitbezogen haben, gelernt haben dabei. Ne? Und dann werden sie feststellen, also ich muss mich nicht fragen, haben wir genügend Geld? Und dann haben wir genügend Güter und Dienstleistungen. So, das ist bewiesen, dass wir das haben, ne? in unserer Überflussgesellschaft. Also ist das Grundeinkommen schon bezahlt, weil die Güter und Dienstleistungen da sind. Aber da ist noch ein Zwischenschritt. Was, wenn Wolfgang Schäuble Sie fragen würde, wie soll ich das als Finanzminister finanzieren? Dann versteht er das, wenn ich ihm das erklärt, habe ich gemacht. Ne? Aha. Und dann erklärt es mir nochmal. Wo kommt das Geld her? Das ist schon da. Gut, okay, das Geld ist dabei wie in den Etat, im Haushalt, wenn ich mir den Bundeshaushalt angucke. Gedruckt, wir haben viel mehr Geld, als wir brauchen. Sehen Sie, die Geldmenge ist, stellen Sie mal vor, die Geldmenge ist so exorbitant hoch, wegen der Produktivität, die wir haben, dass Sie die gar nicht verbrauchen können. Ne? Aber ein Politiker kapiert das, weil die Politiker sind ja normalerweise nicht blöd, noch dazu, wenn sie Minister sind. Bei Journalisten ist es schwierig. Aber was dann der Minister sagt, das sage ich Ihnen jetzt sozusagen im Vertrauen, ne? Er sagt dann, ja, Herr Werner, und da habe ich zig Beispiele, sagt dann, Herr Werner, ich verstehe das, aber die Wähler verstehen das nicht. Ja, Moment, und das ist gar nicht so falsch. Ne? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe auch viele Ideen für den Drogeriemarkt. Aber da muss ich sagen, halt mal, verstehen das meine Kollegen in den Filialen und verstehen das die Kunden. Wenn das die Kunden nicht verstehen, kann meine Idee noch so gut sein. Verstehen Sie? Deswegen halte ich Vorträge. Weil ich die Hoffnung habe, dass wenigstens 10, 15 Leute heute Abend hier rausgehen und sagen, ich habe das zwar nicht verstanden, aber ich mache das zu meiner persönlichen, ergebnisoffenen Forschungsfrage. Ich will es jetzt aber verstehen. Nochmal, Herr Werner. Was bedeuten diese 1.000 Euro Grundeinkommen für die Steuerpolitik beispielsweise? Wird sich das steuermäßig verändern? Oder das Geld muss ja irgendwo sozusagen, Sie sagen, das Geld ist schon da, okay, habe ich jetzt auch gelernt, aber irgendwie muss ja in den Staatssäcke rein. Genau. Und das kommt meist über Steuern rein. Ja, das muss organisiert werden. Ja. Muss ich da mehr Steuern bezahlen? Oder wie also wird das laufen? Der Oswald Neel Bräuning, ne, für die Katholiken. Alte katholische Soziallehrer. Der berühmte Oswald Neel Bräuning, der noch mit 104 Jahren, glaube ich, voll bei Sinnen war und so, der hat schon vor vielen Jahren gesagt, alles, was produziert werden kann, ist auch finanzierbar. Vorausgesetzt, wir haben den ehrlichen Willen dazu. Also, wenn die Güter da sind, gibt es so ein schönes Kabarett in der Schweiz, Birkenschmeyers heißen sie, die haben mal so ein, die Schweizer sind ja so ein bisschen weiter wie wir. Schon gemerkt, wenn sie über die Grenze gehen? Ich habe früher schon, als ich hier Lehrling war, habe ich immer gesagt, die Schweiz ist der Komparativ von Deutschland. Steigerungsform von Deutschland. Ne? Und die haben da so ein Stück gehabt, und da ist jemand arbeitslos geworden, ne? Arbeitslos geworden und hat kein Einkommen mehr gehabt. Dann ist er in seinen Mikroladen gegangen und dann hat er die Marmelade gesehen. Ne? Die er, jahrelang hat er immer diese Marmelade gekauft. Ne? Und dann hat er gesagt, ach guck doch mal, da ist doch die Marmelade, ne? Die ist doch schon produziert. Die ist doch für mich produziert worden. Und dann hat er das so eine Zeit lang das Zwiegespräch mit der Marmelade da geführt. Ne? Bis er sich da überzeugt hat, dass eigentlich die Marmelade in seine Tasche gehört. Aber verstehen Sie den Gedankengang dahinter, ne? Die Ware ist produziert. Und da ändert sich gar nichts dran, wenn Sie heute arbeitslos werden und kein Geld mehr haben. Gut, aber ich brauche das Geld, um diese Ware dann, um die Marmelade zu kaufen. Ja, und das ist eine Frage unseres gesellschaftlichen Verteilung. Das müssen wir erleben. Und das heißt, die Verteilungspolitik steckt dahinter. Ja, klar, Grundeinkommen. Mit Grundeinkommen wäre das nicht passiert. Da würde ich sagen, nein, ich habe zwar jetzt nur noch mein Grundeinkommen, das ändern wir bald wieder, ne? Aber ich brauche auf die Marmelade nicht zu verzichten. Also ein Einzelhändler ist natürlich immer für ein Grundeinkommen, ist doch logisch, ne? Weil wenn Sie mit dem leeren Geldbeutel zu uns in den Laden reinkommen und mit der vollen
Einkaufstüte rausgehen, dann ist was falsch. Ne? Also da müssen wir schon dafür sorgen, dass die Menschen, die leben sollen, hier auch einen Geldbeutel haben, wo es drin ist. Ne? Das ist klar. Aber das wäre zu kurz gedacht. Ne? Sondern wenn Sie kein Einkommen haben, dann haben Sie keine Freiheit. Haben Sie keine Freiheit. Ne? Freiheit ist die Möglichkeit, verzichten zu können. Aber wenn Sie kein Einkommen haben, dann sind Sie rettungslos verkauft. Hängen Sie im Sieb von der Arbeitsagentur. Ne? Sie haben das oder von Ihrer Schwiegermutter. Okay, gut. Sie haben das mal durchgerechnet, ja. Was das für den Bundeshaushalt bedeuten würde. Ja. Wie sind die Zahlen? Finanzierbar. Finanzierbar. Da muss ja finanzierbar sein, wenn die da sind. Da können Sie kluge Köpfe dran setzen. Hat jemand bei mir eine Doktorarbeit geschrieben, mit Summa Cum Laude. Und auf die Weise bin ich Doktorvater geworden. Kann man auch ohne Abitur werden. Ne? Und da ist es klar. Es gibt also eben, für die Zuhörer hier, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich das mehr aneignen wollen, gehen Sie mal auf die Website von der Universität Karlsruhe, KIT. Ne? Karlsruhe. Wie heißt jetzt? KIT? Karlsruhe? Unikarlsruhe.de. Karlsruhe, ja. Ja. Nee, KIT heißt es inzwischen. Also, Universitätsverlag, der heißt jetzt KIT. Und da gibt es ein Buch, das haben wir gerade fertig gebracht, jetzt endlich nach 5 Jahren, wo 25 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen über das Grundeinkommen schreiben, ne? Sammelband. Und das können Sie dort entweder für 45 Euro erwerben, aber Sie können es auch geschenkt herunterladen. Ne? Gut. Herunterladen. Und das ist dann studieren. Man muss sich mit der Sache auseinandersetzen. Ne? Aber die Frage der Finanzierung, glauben Sie mir, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das ist die Sache für die Fachleute. Aber wenn das funktioniert und wenn die Fachleute das hinkriegen, dann frage ich nochmal, warum kriegen wir es politisch da nicht hin? Ja, weil der gute Wille. Und die alten Paradigmen, ne? dieses Paradigma Verkuppelung von Arbeit und Einkommen. Und dieses Paradigma, das ist der Knackpunkt, sagen Sie. Und das Paradigma, was der Josef Stalin schon in die sowjetische Verfassung in den 30er Jahren aufgenommen hat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das hat der Apostel Paulus gesagt. Ja, halte mal. Ich habe da in meinem Buch lang drüber geschrieben. Der Apostel Paulus hat es gesagt, zu der Zeit, als er lebte, herrschte Selbstversorgung. Und die Mitglieder der ersten Christengemeinde, die haben gemeint, naja, der Christus, der ist auferstanden und der kommt wieder, ne? Das war die Verheißung. Und so nach dem Motto, ne, der kommt dann nächsten Frühjahr, kommt er wieder. Ne? Also dann warten wir mal, ne? Tun sozusagen und betend und bittend, ne? die Wiederkunft von Christus vorbereiten und haben dann ihre Felder nicht mehr bestellt. Und da hat der Apostel Paulus gesagt, es war nämlich ein praktischer Mensch, da hat er gesagt, nee Leute, so geht's nicht. Ne? Also wer sein Feld nicht bestellt, der kann nicht erwarten, dass ein anderer ihn ernährt. Und das war die Situation damals, Selbstversorgung. Ne? Also, wer sein Feld nicht bestellt, der hat auch nichts zu essen. Heute könnte man sagen, wer sein Einkommen nicht ausgibt, hat auch nichts zu essen. Mhm. Gibt es so ganz geizige Menschen. Ne? Mhm. Geiz ist geil. Ja, ich habe dann ein schreckliches Buch gelesen von einem Ruderer, heißt der Schlagmann. Ne, der hat dann wirklich, nachdem er gelernt hat, sich zu kasteien, der war Olympiasieger 1988 im Achter in Seoul, und der hat dann so lange gehungert, bis er gestorben ist. Mhm. Er hat förmlich seinen Körper unter Druck gesetzt. Ne? Ganz planmäßig. Katastrophe. Ne? Ist das nicht auch diese alte protestantische Arbeitsethik, du musst gefährlich zum Schweiße deines Angesichts dir dein Geld verdienen, wie es in der Bibel steht? Ja, auch alles, ja. Die ganze Kultur bringt das hervor. Ne? Aber das war unter Selbstversorgungszeiten, war das richtig so. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Also schauen Sie mal, wenn die ein Selbstversorger, Sie müssen sich den Selbstversorger mal klar machen, was ein Selbstversorger tut sozusagen mit seiner Familie gegen die Unbillen der Natur, seinen eigenen Grund und Boden bewirtschaften und das, was dann sozusagen als Ernte kommt, davon lebt er, in der Hoffnung, dass es bis zum nächsten reicht. War immer zu knapp. Also zum Beispiel Tiere. Tiere sind Selbstversorger. Ja? Können Sie beobachten, wenn es abends dämmerig wird, geht die Löwenfamilie an den Tümpel. Tut erstmal selbst was trinken und dann warten sie auf die Zebras. Und der Löwe ist, wie alle Tiere, ein typischer Selbstversorger. Ne? Und dann kommen 500 Zebras.
500 Zebras. Die nähern sich langsam dem Tümpel. Und wenn die nah genug sind, dann geht es dann so zu bei der Löwenfamilie, die bei uns zu Hause sind. Und der Vater macht Schnipp. Die Mutter springt auf und schnappt sich, kennen Sie von zu Hause, ne? Und schnappt sich das erstbeste Zebra. Und wenn die Zebras sehen, dass die Löwenfamilie ihr Zebra haben, dann gehen die ganz gelassen an den Tümpel, ganz nah an den Löwen vorbei. Ne? Warum? Weil ein Selbstversorger, wenn er versorgt ist, dann holt er sich nichts mehr. So, und jetzt sind wir plötzlich, stellen Sie mal vor, diese Löwen wären keine Selbstversorger, sondern es wären Fremdversorger. Also die hätten den Ehrgeiz, ganz Afrika mit Zebrafleisch zu versorgen. Ne? Dann wird es nichts mit den restlichen 499 Zebras, die da kommen. Ne? Was bräuchte der Löwe dann? Jetzt kommt eine Intelligenzfrage. Was braucht der Löwe dann, wenn er... Mitarbeiter. Ich würde mal sagen Kühlhaus. Mitarbeiter auch, ja. Aber ein Kühlhaus braucht er und eine Kühlkette und eine Vertriebsorganisation. Alles das, was Sie sehen. Ne? Das kommt daher, warum gibt es denn diesen vielen Verkehr? Ne? Und weil wir keine Selbstversorger sind, sondern Fremdversorger. Ne? Da kommt... Ich habe meinen Studenten immer gesagt, schreibt euch mal auf, von morgens bis abends, was ihr alles verbraucht, wo das hinkommt. Ne? Bei den Klamotten angefangen. Über das, was wir, ne, schreibt es mal sich nur zum Spaß auf, das ist eine herrliche Forschungsarbeit. Die ganze Welt ist für uns tätig. Und wenn Sie dann mal raus in die Welt fahren, dann werden Sie feststellen, überall, wo Sie hinkommen, Sie können hinfahren, wo Sie wollen, Sie finden immer deutsche Produkte. Das ist immer globale Vernetzung. Ja, genau, das ist die Globalisierung. Ne? Arbeitsteilung weltweit. Die ganze Welt ist für uns tätig, wir sind für die ganze Welt tätig. Und weil wir das sind und diesen wahnsinnigen Ehrgeiz haben, deswegen haben wir diese Hülle und Fülle von Gütern und Dienstleistungen. Wenn wir alle Selbstversorger wären, ging es uns doch genauso dreckig wie vor 350 Jahren, ne? Weil wir alle aufhören zu arbeiten, wenn wir versorgt sind. Gut, jetzt habe ich gelernt in der letzten Stunde, also Arbeit und Einkommen voneinander trennen, jawohl, entkoppeln, und die Einkommensfrage, wenn ich das auf den Punkt bringe, ist ein Stück weit auch die Schlüsselfrage eigentlich unserer Gesellschaft. Ja, unbedingt. Also die Schlüsselfrage unserer Gesellschaft, wir haben drei Schlüsselfragen. Und wenn wir das nicht lösen, sage immer, der Mensch lernt durch Einsicht oder Katastrophe. Ne? Also wir appellieren heute an Einsicht miteinander. Die Sicherstellung, dass der Einzelne leben kann. Das ist das Grundeinkommen. Grundeinkommen. Okay. Erste Schlüsselfrage. Also, zweite Schlüsselfrage. Sicherstellen, dass die Gemeinschaft ihre Aufgaben erfüllen kann. Mhm. Das ist die Steuerfrage. Mhm. Da haben wir auch ein Riesenproblem, weil wir die Steuer immer noch eintreiben, so wie wir bei den Selbstversorgern die Steuer eingetrieben haben. Ne? Wir nehmen einen Teil der Ernte. Wir nehmen einen Teil der Ernte. Die Lohnsteuer ist ein Teil der Ernte. Ne? Der Lohn ist ja die Ernte. Ne? Einkommensteuer, Teil der Ernte. Nein, wir müssen heute, wo wir uns fremd versorgen, dürfen wir nicht fragen, was hast du geerntet, was hast du erwirtschaftet, sondern wir müssen fragen, was nimmst du in Anspruch von dem, was andere für dich produziert haben. Und dann sind sie bei der Konsumsteuer. Ne? Wir setzen am falschen Pol mit der Steuer an, nehmen am Pol des Einkommens statt am Pol des Konsums. Also Konsumsteuer würde Mehrwertsteuer letztlich bedeuten. Ja, wir haben nur eine Konsumsteuer, das ist Mehrwertsteuer. Ne? Was ist mit der Kapitalsteuer, Reichtumsteuer, Erbschaftssteuer? Ja, jetzt geht sowieso alles in die Preise. Ne? Das habe ich halt ziemlich schnell gelernt als Unternehmer damals, war ich 29 Jahre alt, habe ich plötzlich gesehen, aha, ich zahle ja gar, ich tue die Steuer zwar zahlen, aber tragen tue ich die Steuer nicht. Wer trägt meine Steuer? Die Kunden, ist doch logisch. Wenn es mir nicht gelingt, die Steuern in die Preise zu verkalkulieren, dann gehe ich pleite. Auch alles, was Sie an Einkommen erwirtschaften, geht immer in die Preise. Jeder Preis besteht ja aus Geist, ne? Also das Produkt, das ist eine Erfindung, oder eine, dann besteht es aus natürlichen Ressourcen, ne? Also Babymilchnahrung zum Beispiel, ne? Da brauchen Sie Gras dazu und Kühe. Ne? Und dann besteht es aus menschlicher Arbeitszeit. Das ist Einkommen. Und jeden Preis, den Sie bezahlen, können Sie zerlegen, löst sich auf, wenn Sie den zerlegen rückwärts, löst sich auf in Einkommen. Jetzt haben wir gerade im Bundestagswahlkampf, sicherlich auch werden wir wieder eine Steuerdebatte bekommen. Ja, ja, Sie gehören eher zu den Besserverdienenden. Haben Sie das Gefühl, Sie müssten eigentlich mehr Steuer bezahlen, damit es gerechter wäre? Sie persönlich? Ja, ich kann nur die Steuer abführen, bezahlen, die ich vorher meinen Kunden berechnet habe. Dennoch nochmal nachgefragt, haben Sie das Gefühl, dass Ihr Steuersatz so hoch oder zu niedrig ist oder gerecht? Es ist egal, wie hoch er ist. Egal, so hoch er ist, so wird er verkalkuliert in die Preise. Egal, wie viel Sie bei DM verdienen, Ihr Einkommen landet in den Preisen.
egal wie viel Sie verdienen beim Hessischen Rundfunk, mhm. Ihr Einkommen landet in den Preisen des Hessischen Rundfunks oder in den Subventionen, die gemacht werden müssen. Ne? Jetzt gibt es ja noch was anderes. Es gibt ja Leute, das, die... Das kapieren wir nicht. Das Steuerzahlen und Steuertragen sind zwei Paar Stiefel. In einer Fremdversorgungsrealität fällt es auseinander. In einer Selbstversorgungsrealität ist es eins. Wenn früher der Steuereintreiber kam zu den Bauern, wir haben ja alle in der Landwirtschaft gelebt, und hat den Zehnt vom Ernte geholt, dann war weniger im Kochtopf. Ne? Der hat die Steuer gezahlt in Form des Zehnts, aber da hat er weniger zum Konsumieren gehabt. Heute ist es anders. Dass wir heute, wenn die Klavierlehrerin mehr Steuern zahlen muss, dann erhöht sie ihren Preis für die Klavierstunde. Gut, okay. Jetzt gibt es aber gerade in der aktuellen politischen Diskussion auch um das Kapital, was jemand nicht erwirbt, nicht im Handel, nicht und so weiter und so fort, sondern was er ererbt. Ja. Was ist damit? Erbschaftssteuer ist ein wichtiges politisches aktuelles Thema im Moment. Ja, also die Erbschaftssteuer, die hat folgenden Denkfehler. Die hat den Denkfehler des Onkel Dagoberts. Ne? Mickey Maus kennen wir ja alle. Ne? Und die Mickey Maus war ja nur die Verpackung für den Onkel Dagobert. Ne? Damit sind wir in unserer Jugend traktiert worden. Der Onkel Dagobert, der ist immer in sein Schwimmbad gesprungen. Ne? Erinnern Sie sich? Ne? Und hat da gepaddelt, ne? In seinem Schwimmbad. Ja, aber wenn Sie mal richtig in die Wirtschaft gucken, das Geld, also wenn ich zum Beispiel jetzt Eigentümer eines Unternehmens bin, da haben Sie ja kein Geld. Ne? Sondern da haben Sie Produktionsmittel. Ne? Produktionsmittel. Wie wollen Sie davon Erbschaftssteuer bezahlen? Also wenn ich meinen Kindern das Unternehmen DM vererben würde, dann hätte es zur Folge, dass die entweder Kredit aufnehmen müssen, dann müssen sie den Kredit zurückbezahlen. Wer zahlt den Kredit zurück? Die Kunden. Zweite Möglichkeit, sie verkaufen einen Teil des Unternehmens, um die Steuer bezahlen zu können. Oder es wird vorher so viel angespart. Es zahlt immer der Kunde. Das ist nicht einfach da. Also Erbschaftssteuer ist im Prinzip dafür sorgen Sie, dass andere sich des Unternehmens bemächtigen. Ne? Sie müssen es verkaufen, teilweise verkaufen. Und es ändert überhaupt nichts dran, es geht immer in die Preise. Es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Sie müssen es, wenn Sie es nicht verkalkulieren können, dann gehen Sie pleite und wenn Sie pleite sind, brauchen Sie keine Steuer bezahlen. Sie haben vorhin gesagt, drei Herausforderungen. Wir haben die Einkommensfrage als Schlüsselfrage, ja, die Steuerfrage, dritte. Die dritte ist ganz, ganz lebenswichtig für unsere Gemeinschaft. Wir müssen unsere Demokratie weiterentwickeln. Was bedeutet das? Wir müssen von dem Verhältniswahlrecht müssen wir kommen zum direkten Wahlrecht. Ne? Schritt für Schritt. Ist in anderen Bundesländern schon weiter vorgeschritten, ne? Bayern zum Beispiel. Die Bayern sind gar nicht so rückständig, wie wir oft meinen, wir Badener, ne? Und Schwaben. Ne? Also die Bayern sind da schon weiter mit der Volksabstimmung und Volksbefragung und so weiter. Wir müssen das noch mehr auch hören Sie, die Idee, und das kann man an der Schweiz wunderbar studieren. Die Idee ist eigentlich auch in einem Unternehmen. Also das war für uns auch ein Durchbruch, dass man klar wird, wir müssen die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Demokratie weiterentwickeln in Richtung Volksabstimmung. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir überhaupt über kurz oder lang nichts mehr bewegen können. Welche Fragen wären Fragen für eine Volksabstimmung? Gibt es dann Parameter, dass Sie sagen, ab einer bestimmten Größenordnung, kapitalmäßig, ab einer bestimmten politischen Gewichtung? Alles Mögliche. Ich meine, Sie können ja sehen, wie weit es in der Schweiz kultiviert ist. Muss nicht unbedingt so weit. Aber letzten Endes müssen wir, immer wenn wir tätig werden in der Welt, müssen wir woanders um Kredit nachsuchen. Ne? Die Schweizer haben das in ihrem Wortschatz schon drin. Die reden immer vom Kredit. Ne? Kredit. Wenn Sie Kredit haben, was sind Sie dann, wenn Sie Kredit bekommen? Kreditwürdig. Nee, dann sind Sie Schuldner. Gut. Mhm. Und wenn Sie was tun wollen auf der Welt, müssen Sie immer Schuldner werden. Ne? Also ein Unternehmer ist sozusagen immer auf der Suche nach Gläubigern. Ne? Also ich werbe um Sie, dass Sie glauben, dass Sie bei uns besser einkaufen können. Ne? Wenn Sie darauf reinfallen, bin ich Ihr Schuldner. Ne? Sie bewerben sich bei uns, ne? Und ich versuche Ihnen zu sagen, dass Sie bei uns den richtigen Arbeitsplatz finden. Da bin ich Schuldner. Ne? Jeder Mensch tut sich permanent verschulden. Deswegen heißt er auch im Vater unser, ne? Und vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Hintergrund. Ne? Sie können gar nicht anders, Sie müssen sich immer verschulden. Ne? Aber verschulden können Sie nur, wenn Sie Gläubiger finden. Ne? Und wenn die Gemeinschaft in Sie nicht investiert, ne? Und Grundeinkommen ist ein Akt der Brüderlichkeit.
Das heißt praktisch, weil du mein Bruder bist, weil du meine Schwester bist, deswegen hast du den gleichen Anspruch auf ein Grundeinkommen, damit du bescheiden, aber menschenwürdig leben kannst, wie ich. Dieses Stichwort des demokratischen Prozesses auf Zukunft, den wir umwandeln müssen, Sie haben gesagt, das eine sind Volksabstimmungen, das Plebiszit zu verstärken. Was wären andere Elemente, wo Sie sagen, wo es in der Demokratie bei uns hapert? Das ist dann... Das tut ja. sich... Das, okay, wir machen wir weiter. Okay. Mikrofon. Vielen Dank für die Nachricht. Hm? Ich würde mal so sagen, also zum Beispiel der Weg zur direkten Demokratie, nennen wir es mal direkte Demokratie, den müssen wir begehen. Und da werden wir dann unsere Erfahrungen machen. Das wird sich kultivieren. Das Grundeinkommen ist auch nichts anderes wie so eine Art archimedischer Punkt. Ne? Wenn Sie mal einfach sich so in Ihrer Fantasie durchdenken, das ist besser, weil das einem näher ist, sagen, wie wäre denn mein Leben verlaufen, wenn es so ein Grundeinkommen gäbe? Wie wäre das dann gewesen in der Jugend? Wie wäre das für meine Eltern gewesen? Die von Chancengleichheit. Was hätte ich dann studiert? Hätte ich dann das Gleiche studiert? Ne? Ich habe mal einen riesen Aufruhr im Audimax bei der Uni in Karlsruhe gehabt. Da waren die Demonstrationen gegen die Studiengebühren. Ne? Und da haben die mich aufgefordert, weil sie gesagt haben, der Werner, der ist ja schmissig. Ne? Also bin ich hingegangen, habe ich gedacht, wie provoziere ich den? Dann bin ich reingegangen und habe gesagt, ich bin dafür, dass die Studiengebühren verdreifacht werden. Könnt ihr euch vorstellen, da waren 1000 Studenten. Da gab es einen riesen Hallo, habe ich gesagt, halt. Und gleichzeitig bekommt jeder Bürger ein Grundeinkommen. Was so hoch ist, dass er davon die Studiengebühren bezahlen kann. Ich bin ein blöder Student, das hat ihn eingeleuchtet. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schauen Sie mal bitte links und rechts zu Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen und fragen sich, würde die oder der dann studieren? Wer dann die Fragestellung hat, ich habe ja das Grundeinkommen, will ich jetzt studieren? Würde ich das Gleiche studieren? Würde ich so lange studieren? Was mich in meiner 7-jährigen Lehrstuhlkarriere in Karlsruhe am meisten bedrückt hat, ist, die vielen Studenten, die studieren, aus Statusgründen, weil das eben so ist, oder weil sie später mal viel verdienen wollen. Aber nicht das Studieren, was sie in Wirklichkeit interessiert. Und die Frage stellen, ja, wenn das so wäre, würden sie dann noch das Gleiche studieren? Wären ganz andere Verhältnisse, glauben Sie mir. Mit dem Grundeinkommen würde sich so viel verändern. In jeder Beziehung Mann, Frau, alles. Ne? Wie viele Frauen sagen, ja, ich hätte mich ja schon längst getrennt, wenn ich mir das leisten könnte. Ne? Am Verhältnis Mitarbeiter-Chef, ne? Ich werde ja schon längst gekündigt, wenn ich mir das leisten könnte. Ne? Ich bin aber angewiesen auf den Arbeitsplatz. Ne? Und Verhältnis Schwiegermutter, Schwiegersohn und so, was es so alles gibt. Also diese Abhängigkeit. Ne? Und der Jean-Jacques Rousseau, der hat es mal schön ausgedrückt, der hat gesagt, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Und mit dem Grundeinkommen würde sich unser ganzes Gesellschaftliche von einem Sollen in ein Wollen verwandeln. Sie werden dann immer noch Menschen finden, die ihr Geld versaufen. Sie werden immer noch Menschen finden, die betteln. Ne? Aber Sie können immer sagen, aber der hat ein Grundeinkommen. Ne? Und jeden Monatsende kommt das Grundeinkommen wieder. Sie können es gar nicht verhindern. Ne? Das geht dann so zu mit dem Grundeinkommen wie bei Monopoly. Ne? Wer hat noch nicht Monopoly gespielt? Wenn du immer losgeht. Genau. Wenn du immer loskommst. Das heißt, das ist eigentlich ein Beitrag zu dem jetzt demokratiepolitisch gesehen Chancengerechtigkeit. Ja. Also Gleichheit. Gleichheitsprinzip. Gleichheitsprinzip. Ne? Ja. Schauen Sie mal, Sie stehen vor Ihrem Vorgesetzten und der brüllt Sie an und sagt, wenn Sie so weitermachen, tue ich Sie entlassen. Na, da sind Sie mit Grundeinkommen in einer anderen Situation als ohne. Ne? Stimmt doch, oder? So naheliegend. Und das ist, geht, und die können mal ausprobieren, jetzt wo die Abende so früh anfangen, wenn sie mal wieder Monopoly spielen und sie wollen haben, dass nicht so lange gespielt wird, müssen sie nur die Regel, wenn du über loskommst, ziehe ein, außer Kraft setzen. Wir haben das ausprobiert an der Uni, nach 3 Runden ist das Spiel vorbei. Deswegen heißt es ja bei Ihnen... geht nicht den ganzen Sonntag. Bei Ihnen, Untertitel für das Buch, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Ja, also, ein Begriff fehlt mir noch. Gerechtigkeit. Welche Rolle spielt Gerechtigkeit? Naja, Gerechtigkeit ist ja eine andere Ebene. Ne? Wann ist eine Welt gerecht? Wann ist die Gesellschaft gerecht? Die ist doch dann gerecht, wenn ich Dinge verwirklichen kann, die mir entsprechen. Also
Verstehen Sie, Gerechtigkeit ist nicht, das können Sie nicht statuarisch festlegen, sondern das entsteht dadurch, dass andere mir den Raum geben, meine Biografie zu leben. Ne? Ich meine, dass ich sozusagen meinen Lebensintentionen gerecht werden kann. Das ist Gerechtigkeit. Aber die Voraussetzungen sind Freiheit. Dafür brauchen Sie ein Grundeinkommen. Gleichheit, Augenhöhe, ne? Vorgesetzter Mitarbeiter und so, Schwiegermutter, Schwiegersohn und Ehemann, Ehefrau, Sie merken, ich habe eine Schwiegermutter komplett. Und dann kommt Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, sagt man heute. Und das ist Grundeinkommen. Grundeinkommen ist praktizierte Geschwisterlichkeit. Weil du mein Bruder bist, weil du meine Schwester bist. Dann haben Sie die Sache rund. Und jetzt müssen Sie halt weiter dran arbeiten. Ne? Finden Sie viele Stellen in der Literatur, finden Sie viele Quellen im Internet. Also wenn Sie das Problem interessiert, müssen Sie darüber müssen Sie dran arbeiten. Ich meine, ohne Schweiß kein Preis. Ne? Und dann kann ich nur eins sagen, also Grundeinkommen ist eine Utopie. Das war schon ein, ne? Leute sagen, dass sie sind Utopist. Ja, was soll ich denn sonst sein? Das, was heute Realität ist, war früher eine Utopie. Das, was morgen die Realität ist, muss heute eine Utopie sein. Wenn wir heute keine Utopien haben, geht die Welt bergab. Wir müssen die Welt weiterdenken. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Grundeinkommen ist sowas dafür. Und wann das dann eingeführt wird und wann das möglich ist, ja, wenn es genügend Menschen denken können. Das ist wie bei der kopernikanischen Wende. Der Papst hat es gleich auf den Index gesetzt. Ne? Und trotzdem, eines Tages konnte sich keiner mehr anders vorstellen, als dass die Erde rund ist. Und dass die Erde sich dreht. Da gab es überhaupt noch keinen naturwissenschaftlichen Beweis dafür. Das ist ja nicht wie heute, dass sie da mit Kameras und Satelliten rumgeflogen sind. Ne? Heute kann sie ja keiner. Aber das war damals nicht so. Die lebten auf der Erde und plötzlich haben die Menschen gesagt: Ah ja, die Erde ist rund. Ne? Warum hat der Christoph Kolumbus Amerika entdecken können? Und warum hat er den Mut gehabt, plötzlich nach Westen in See zu stechen, statt nach Osten, was alle anderen gemacht haben? Der Erste. Ja, weil er denken konnte, dass die Erde rund ist. Ne? Wenn der hätte nicht denken können, die Erde ist rund. Ne? Ist ja auch passiert, ne? Dass viele, die rausgefahren sind, weil die Leute waren noch nicht seetüchtig, sind immer wiedergekommen. Aber die sind nicht abgestürzt, sondern die sind halt schiffbrüchig geworden, ne? Christoph Kolumbus ist dann losgesegelt und hat dann Amerika entdeckt. Stellt mal vor, wenn der Amerika nicht entdeckt hätte, wo wir da heute wären. Was schätzen Sie? Was Neues war für die Menschheit, wie das die Möglichkeiten eröffnet hat, aber auch die Risiken. Wir haben Wahlkampf dieses Jahr. Ja. Das Thema Grundeinkommen sehe ich im Moment noch nicht so richtig auf der Wahlkampfagenda. Oder gibt es eine politische Partei, die sich dieses Themas angenommen hat? Nee, da gibt es ein paar. Also man kann sagen, es gibt es in jeder Partei. Gibt es Befürworter des Grundeinkommens. Es gibt sogar Statistik, wie viele Bundestagsabgeordnete für das Grundeinkommen sind. Erstaunlich viele. Aber, oder auch die beiden Grünen haben es mal abgestimmt, da waren 45% fürs Grundeinkommen in Baden-Württemberg. Ne? Das ist ja schon was. Ne? Kann man sagen, nur 45 oder schon 45. Ne? Also, beim Unternehmer ist natürlich das Glas immer halb voll und nie halb leer. Und die Frage ist jetzt des gesellschaftlichen Diskurses. Ne? Ob zum Beispiel die Medien, ne? Die Medien sind der Träger des gesellschaftlichen Diskurses. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt im Winter mit Menschen zusammen sind, es wird langweilig, fangen Sie an mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Können wir ganz abend diskutieren. Ja, Sie werden Freude haben. Die Leute sagen, oh, das war gestern mal interessant, da ging es richtig hoch her. Allerdings ein Risiko. Also das Erste ist, der Abend ist gelaufen. Das Zweite ist allerdings, wo Sie dann sofort darauf aufmerksam werden, das ist, dass Sie plötzlich feststellen, was Mitmenschen, wo Sie meinten, die wären Ihnen sehr vertraut, was Sie für ein Menschenbild haben. Das ist spannend. Und da ist meine Erfahrung, also Anwesen natürlich wieder total ausgenommen, meine Erfahrung ist, dass die anderen Menschen da um uns herum, die haben zwei Menschenbilder. Prüfen Sie mal nach. Eins von sich, das ist, möchte man sagen, das Vornehme, das Humanistische, ne? Und eins von Ihren Mitmenschen. Gibt es massenhaft übrigens soziologische Untersuchungen. Eins von Ihren Mitmenschen. Also das ist dann mehr so ein Tierbild, ne? wo man dann sagt, naja, achten Sie mal auf die Worte, die verwendet werden. Dem muss man mal Beine machen, ne? Oder dem muss man die Hammelbeine gerade ziehen. Ne?
Das ist alles, sind alles Adjektive aus der Tierwelt. Ne? Das ist ganz interessant. Das müssen wir natürlich überwinden. Das ist eine Kulturfrage. Ist eine Kulturfrage. Ich nehme an, Sie haben nur ein Menschenbild. Ist der Mensch für Sie von vornherein ein gutes Wesen? Ja. Das, sonst können Sie kein Unternehmen führen. Stellen Sie mal vor, wir haben jeden Tag kleiner Commercial. Wir haben jeden Tag 1,5 Millionen Kunden. Ne? Und ich würde sagen, die sind alle potenzielle Ladendiebe. Ne? Das würde verrückt werden. Ne? Und ich müsste sofort sagen, alle Läden zumachen, um Gottes Willen. Die rauben uns aus. Ne? Und dann, wir haben in Deutschland 30.000 Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, ja, die wollen alle nicht arbeiten. Das würde verrückt werden. Ne? Muss jeden Morgen anrufen, sind sie ja auch wegen Stau und so. Ne? Nein, das geht gar nicht. Es gibt Unternehmer, die haben so Kontrollwahn. Also ich darf es mal wieder ein bisschen philosophisch ausdrücken, gibt ja den Faust. Faust ist ja das berühmte Menschheitsdrama und im Prolog gibt es diese schöne Stelle. Und wenn Sie die nicht ernst nehmen, dann werden Sie keine Sozialität gestalten können. Da kommt also der Mephisto, der Teufel, zum Herrgott. Und nimmt den so ein bisschen auf die Schippe und sagt, hör mal zu, was du da, diese Menschen, die du da hervorgebracht hast, das sind ja so ganz korrumpierbare, verführbare etc. Also das ist nichts Gescheites. Ne? Und dann sagt der Herrgott zu ihm, also wenn du der Meinung bist, dann kannst du doch mal zeigen, was du kannst. Und dann sagt der Mephisto, ja klar, wen soll ich nehmen? Ja, nimm den Faust. Und dann sagt der Mephisto, ja, dann werde ich dir mal zeigen, was das für Schwachköpfe sind, da, ne, für Warmduscher oder so, würde man heute sagen. Ne? Und dann sagt der Herrgott, jetzt kommt Original Goethe. Er sagt dann, aber steh beschämt zur Seite, wenn du erkennst, der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Wenn Sie diese innere Überzeugung, diese innere Evidenz, wenn Sie die nicht mehr haben, dann wird es schrecklich, kann ich Ihnen nur sagen. Dann wird es schrecklich. Dann wird es schrecklich. Dann wird es höllisch. Höllisch wird es dann. Ne? Und wenn Sie Unternehmer sind, dann müssen Sie rechnen mit der Leistung anderer Menschen. Aber Sie auch. Ne? Also, unbedingt. Sie haben eben gerade angesprochen, der Verdacht, die werden sonst alle Ladendiebe. Meine Frage, Hand aufs Herz. Wenn Sie in der DM-Drogerie sind, zufällig durchgehen und Sie sehen Ladendiebe, wie reagieren Sie da? Ja, da müssen Sie auf die Schulter klopfen. Ne? Müssen sagen, hör mal, Junge, das geht so nicht. Ne? Doch klar, oder? Was denn sonst? Kriegt er eine Anzeige dann vom Chef persönlich? Gehe ich nicht hin und sage, alles weiter so. Natürlich nicht. Ich muss ja den Mitarbeitern der Filiale helfen, dass sie da klarkommen mit dem Ladendiebstahl. Das ist ja nicht wenig. Ne? Da muss man richtig auf der Hut sein. Aber ich darf das jetzt von vornherein unterstellen. Ne? Also ich habe so wieder Schlüsselerlebnis. Ich war 32 Jahre alt, hatte gerade so angefangen mit DM, mit 29 habe ich angefangen. Und dann komme ich zu meiner Großmutter, die war damals 89, aus Preußen. Hat noch Fritsch-Turniere gewonnen in dem Alter. Ne? Und die waren mir so mehrere Enkel da und Verwandte. Und dann hat sie gesagt, Götz, komm doch mal zu mir. Ne? So, wie das so früher war. Ne? Und habe ich gesagt, ja, Großmutti. Und dann sagt sie, du, Götz, ich habe gehört, du hättest jetzt so Läden da aufgemacht. Ne? Wo man alles kaufen kann. Oh, und da hättest du viele Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, das werden so 120, 130 sein. Und so, du sag mal, tun die dich nicht alle beklauen? Was haben Sie der Großmutter geantwortet? Da habe ich jetzt wieder Schlüsselerlebnis. Ja. Dann habe ich ganz spontan geantwortet, habe gesagt, Großmutti, mach dir keine Sorgen. Einer ist besser wie der andere. Verstehen Sie, wenn Sie leben mit der Haltung, einer ist besser wie der andere, dann ist es ein großer Unterschied, als wenn Sie leben mit der Haltung, einer ist schlechter wie der andere. Und wenn Sie die Haltung haben, einer ist schlechter wie der andere, dann können Sie nicht leben. Das geht nicht. Da gibt es nur eins. Über runter, ne? Einer ist besser wie der andere. Das geht nicht anders. Frau Jakobs-Kran hat vorhin in der Vorstellung Ihrer Person kurz das anthroposophische Element erwähnt. Ja. Hängt das damit zusammen, dieses Menschenbild? Ist das so rausgeschrieben? Naja, also Anthroposophie heißt ja zu Deutsch Weisheit des Menschen. Ne? Genau. Und ich muss sagen, wenn Sie mit vielen Menschen zu tun haben, das haben wir ja alle übrigens, ne? Merken Sie nur nicht, aber wenn Sie mit vielen Menschen zu tun haben, dann können Sie natürlich umso besser agieren, je besser Sie die Menschen verstehen. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass man mit Anthroposophie versteht man die Welt und die Menschen besser. Das ist einfach eine Tatsache, müssen Sie ausprobieren. Ne? Und je besser ich die Menschen verstehe, desto besser kann ich tätig werden für die Menschen. Und je besser ich tätig werde für die Menschen, desto erfolgreicher bin ich. Also Ihre Sendungen wären viel besser, wenn Sie sich mit Anthroposophie beschäftigen würden. Gut.
Ich glaube, ich soll sie mal einladen, dann machen wir es gemeinsam. Ja, gut. Okay, die Welt wird eine bessere. Eins habe ich jetzt schon rausgehört, heute Abend ein paar Mal kam der Goethe vor. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind ein richtig begeisterter Goethe-Fan und Goethe-Zitierer, oder? Ist das richtig jetzt? Naja, wenn Sie sich mit Anthroposophie beschäftigen, dann haben Sie natürlich ständig mit Goethe und Schiller zu tun. Ne? Mhm. Weil das ist im Prinzip die Fortführung von Goethe und Schiller. Ne? Als Wissenschaftler, nicht als Mädchenverführer oder Dichter oder so, sondern als Wissenschaftler. Jetzt Hand aufs Herz, wenn jetzt die Besucher heute Abend nach Hause gehen und zu Hause gefragt werden, Mensch, was habe ich heute Abend gelernt? Gibt es ein Goethe-Zitat, was alles auf den Punkt bringt? Die Konklusion des Abends? Ja, das habe ich den Studenten immer gesagt. Zwei Verse aus den Geheimnissen. Aus den Geheimnissen können Sie es da finden. Es gibt vieles, was man jetzt sagen könnte, aber eins muss ich greifen, steht so situativ. Gibt es einen schönen Spruch? Der heißt, wenn einem Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder, dass ihm viel gelingt. Man muss ja eben die Macht des Schöpfers loben, der schwachen Ton zu solcher Leistung bringt. Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, dann kann man ihm mit Freuden anderen zeigen und sagen, das ist er, das ist sein Eigen. Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite, zu leben und zu wirken hier und dort. Dagegen engt und hemmt von jeder Seite der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort. In diesem innern Sturm und äußern Streite vernimmt der Mensch ein schwer verstanden Wort von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der es überwindet. Das ist anstrengend zu lesen. Herzlichen Dank. Goethe und Gott Werner zu toppen, das können wir nicht mehr. Deswegen, lieber Herr Werner, ganz, ganz herzlichen Dank. Frau Jakobskran macht mich gerade darauf aufmerksam, dass vorne das Buch vom Götz Werner 1.000 Euro für jeden Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen zu kaufen ist. Da können Sie alles, keiner Werbeblock, wie Sie es vorhin gesagt haben, noch weiter nachlesen. Und Herr Werner ist auch bereit, gleich die Bücher zu signieren und dann vielleicht auch für die eine oder andere Frage noch offen zu stehen. Ich danke Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich, Herr Werner, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Sie müssen noch nach Stuttgart gleich, aber ein paar Minuten haben Sie noch Zeit zum Signieren. Ja, ja, immer. Ja, und für ein paar Fragen. Und ich danke Ihnen ganz... Für Kunden haben wir immer Zeit. Für Kunden. Und wenn Sie morgen nicht in die nächste DM gehen, dann ist irgendwas schiefgelaufen heute Abend. Okay. Kommen Sie gut nach Hause, auch bei diesem Matschwetter, und lassen Sie es gut gehen. Und Sie haben manches, über das Sie nachdenken können für die nächsten Tage, bis wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Schönen Abend noch. Tschüss. Sie waren ja. Herzlichen Dank. Ja, gut. Sie waren auch gut. Okay.